Zur zweiten Folge der Reihe Redefreiheit mit Eugen Drewermann begrüßt Sie am Mikrofon Stefan Cartier. Ab 21 Uhr können Sie mit dem Theologen und Seelsorger im Studio sprechen. Die Apparate werden dann freigeschaltet und sind unter der Nummer 01805 246 624 zu erreichen. Die Nummer werden wir noch mehrfach erwähnen, also keine Sorge. Heute wird es um eine Frage gehen, die uns allen näher liegt, als wir wissen und als uns vielleicht auch lieb ist. Nämlich, wie frei sind Menschen in ihrem Handeln und Denken? Das Problem betrifft viele Formen der Abhängigkeit, etwa Einschränkungen, die wir durch andere Menschen erfahren, durch Zwänge, durch Gesetze, aber auch, und dies wird immer mehr zu einer Fragestellung in der Wissenschaft, von unserem Hirn. Forschungen haben gezeigt, dass die Hardware des Hirns unsere Gefühle und Entscheidungen in einem weitaus größeren Maße bestimmen, als bislang angenommen wurde. Auch Eugen Drewermann hat sich mit diesen Themen auseinandergesetzt. Und zwei dicke Bücher im Rahmen seines Hauptwerks »Der Atem des Lebens« über die Beziehung der Neurowissenschaften zur Theologie geschrieben. In der ersten Stunde der Redefreiheit werden wir deswegen in zwei Gespräche hineinhören, die wir zuvor mit Eugen Drewermann und dem Bremer Hirnforscher Gerhard Roth geführt haben und in denen beide ihre Sicht auf die Freiheit des menschlichen Willens erläutern. Gerhard Roth und Eugen Drewermann werden übrigens morgen zum selben Thema in Bremen bei einer vom Nordwestradio veranstalteten Podiumsdiskussion einen spannenden Dialog über ihre Position führen. Um 11 Uhr beginnt die Veranstaltung im Bremer Haus der Wissenschaft in der Sandstraße. Auch dazu später mehr. Nun erst einmal Musik, nach der wir dann von Gerhard Roth etwas über die Erkenntnisse der modernen Hirnforschung erfahren werden. Sie hören die Redefreiheit im Nordwestradio unter der Telefonnummer 01805 246 624 können Sie ab 21 Uhr im Studio mit Eugen Drewermann zur Freiheit des Willens reden. Die Thematik des freien Willens wollen wir zuvor in dieser ersten Stunde mit Beiträgen des Bremer Hirnforschers Gerhard Roth und Eugen Drewermanns einleiten. Mit Gerhard Roth zum Beispiel habe ich über sein neues Buch gesprochen. Herr Roth, Sie beschreiben in Ihrem Buch unter anderem, dass Sie gerne joggen. Sie berichten davon, dass Sie in einem Ort, in dem Sie leben, unweit von Bremen, also einen Engpass haben, durch den Sie auch mit dem Auto fahren, aber auch durch den Sie joggen, und dort hin und wieder eine Beobachtung machen, nämlich dass Autofahrer versuchen, wenn sie von beiden Richtungen kommen, da nun mit brachialer Gewalt durchzufahren. Was geht in den Gehirnen solcher Menschen los, wo eigentlich eine Tempo-30-Zone ist? Als erst einmal tun das nicht alle, sondern einige wenige, aber darum ist das natürlich umso auffälliger. Und zum Teil tun sie das mit extrem unfairen Mitteln, sind weit entfernt, ich muss warten, und dann geben sie Gas und rasen da eventuell sogar mit 80 oder 90 oder 100 da durch den Engpass. Diese Dinge sind unüberlegt, hoffentlich, und ich wünsche mir immer, ich könnte die dann anhalten und mal fragen, nicht jetzt beschuldigen oder beschimpfen, anfragen, warum tun sie das? Oder wenn einmal einen brutal die Vorfahrt dimmt oder bei, was ich heute Morgen wieder erlebt habe, auch in der ähnlichen Gegend, bei tiefem Rot über die Kreuzung fahren, so ein Lastwagen. Es sind, so muss man vermuten, affektive Entscheidungen unter Zeitdruck, die die Eigenheit haben, dass ganz archaische Verhaltensweisen in uns spontan abgerufen werden. Das sind Verhaltensweisen, wo das Gehirn uns sagt oder sich selber sagt, jetzt sind wir in Not, jetzt bin ich bedroht oder jetzt muss ich ganz schnell handeln. Jetzt muss ich angreifen, muss abhauen, muss erstarren, muss irgendetwas tun. Und gerade für einen Mann, aber nicht nur für einen Mann, heißt das, das ist jetzt ein Wettstreit, den muss ich unbedingt gewinnen. Und selbst wenn ich scheinbar im Nachteil bin, der andere ist eigentlich dran, dann muss ich jetzt erst recht Gas geben und muss zuhauen. Und zwar zuhauen mit der neuen modernen Waffe Auto. Das hört sich ein bisschen so an, als wenn da vier Beteiligte im Spiel wären. Es sind die beiden Autofahrer und ihre Gehirne. Es ist ja so, und darum geht ja auch oder kreist ja auch ein Großteil Ihres Buches, dass ich in der Auseinandersetzung mit meinem eigenen Gehirn diesem anscheinend manchmal hilflos ausgeliefert bin. Also das muss man ein bisschen anders sehen. Ich bin natürlich nicht außerhalb meines Gehirns, sondern das Ich ist an einer bestimmten Etage des Gehirns angesiedelt, in der Ebene der bewussten Gefühle und auch der bewussten sprachlichen, meistsprachlichen Kommunikation. Und dieses Ich, das kämpft nun mit anderen Etagen des Gehirns. Und die Etage, über die wir gerade reden, ist die allerunterste, nämlich der Kontrolle meiner spontanen körperlichen Reaktionen und auch meiner spontanen Affekte, wie man sagt. Also es geht einem ja manchmal so, dass man bei tiefem Gelb Gas gibt und über die Kreuzung fährt und ob es nun blitzt oder nicht blitzt, man ärgert sich, dass man es getan hat. Es sind ganz archaische Dinge, die wir mit unseren Vorfahren seit 200 Millionen Jahren teilen. Und das Ich, von dem Sie gesprochen haben, das entwickelt sich ja auch in unserem Leben viel später, versucht nun mehr oder überwiegend weniger Erfolg, diese archaischen Antriebe
zu zügeln. Das nennt man Erziehung. Und damit haben wir alle so unsere Last. Sie entwickeln in Ihrem Buch ein Modell, in dem Sie vier verschiedene Faktoren für das benennen, was wir Persönlichkeit nennen, was wir etwas philosophischer als Ich bezeichnen. Es hört sich so ein bisschen an, als wenn wir sozusagen mehrfach schizophren eigentlich sind, wenn man dieses Buch gelesen hat. Ja, man muss hier trennen zwischen den Faktoren, die uns bestimmen, und den Ebenen, auf denen diese Faktoren aktiv werden. Die vier Faktoren sind unsere Gene. Das ist ein schwacher, aber immerhin vorhandener Faktor. Dann sehr wichtig, wie unser Gehirn sich entwickelt. Da kann vieles gut gehen, vieles schief gehen. Und dann die andere Hälfte sozusagen oder vielleicht etwas mehr als die Hälfte, die frühkindliche Bindungserfahrung und die spätere psychosoziale Beeinflussung durch die Umwelt, durch die enge und weitere Umwelt. Und diese vier Faktoren mischen sich nun in ganz unterschiedlicher Weise auf vier Ebenen. Einmal der alleruntersten Ebene, auf der wir unser Temperament ansiedeln. Die ist weitgehend genetisch bestimmt und kann sich kaum oder gar nicht ändern. Dann die wichtigste Ebene, die auch unbewusst arbeitet, die der emotionalen Konditionierung, die schon vor der Geburt zu arbeiten beginnt und ihren Höhepunkt in den ersten Lebensmonaten und Jahren hat, sagen wir mal, 3 bis 5 Jahren. Und die beiden anderen Faktoren, also Bindungserfahrung ist relativ früh, aber die weitere Sozialisierung, das geht dann ein Leben lang. Das heißt, die Faktoren setzen zu unterschiedlichen Zeiten der Entwicklung ein, zum Teil massiv vor der Geburt schon. Wir wissen, dass das ungeborene Kind sehr viel schon vor der Geburt lernt. Und dann entwickeln sich ganz langsam hintereinander diese vier Schichten und diese Faktoren werden sozusagen immer weicher und immer mehr hin auf Gesellschaft und Familie, Schule, Erziehung. Die Freiheit des Willens ist heute das Thema in der Redefreiheit, zu der wir Sie mit Eugen Drewermann ab 21 Uhr einladen. Die Telefone werden dann unter 01805 246 624 bereitstehen, sodass Sie mit ihm live im Studio sprechen können. Dabei werden die Erkenntnisse der Hirnforschung im Zentrum stehen, die Eugen Drewermann in seiner Theologie und seiner seelsorgerischen Tätigkeit auch eingebaut hat. Dabei hat er sich auch mit den Erkenntnissen des Bremer Hirnforschers Gerhard Roth auseinandergesetzt. Mit diesem habe ich unter anderem darüber gesprochen, wie er die gesellschaftliche Funktion der Neurowissenschaften sieht und wie er mit der Kritik an ihm umgegangen ist. Herr Roth, in den vergangenen Jahrzehnten scheint die Hirnforschung zu einer Art Ratgeberwissenschaft geworden zu sein. Also überfordert das diese Disziplin nicht, auf alle, vor allem Alltagsfragen, jetzt auch gute Antworten geben zu können? Die Hirnforschung im engeren Sinne kann ja nur in wenigen Fällen direkt etwas zum Alltagsverständnis beitragen. Da gibt es ja viel mehr Einsichten, überwiegend aus der Psychologie, aus den ganz unterschiedlichen Bereichen der Psychologie, von persönlicher Psychologie, Kognitionspsychologie, Begabung, Motivation, Emotionen, was auch immer. Und das Erste, was die Hirnforschung im engeren Sinne, wenn sie ins Gehirn guckt oder Nervenzellen untersucht, tun kann, ist zu fragen, was geht im Gehirn vor sich, wenn wir den und den psychischen Zustand haben. In wenigen, aber wichtigen Fällen spielt aber die Hirnforschung eine größere Rolle, nämlich wenn es darum geht, welche der konkurrierenden psychologischen, psychiatrischen, psychotherapeutischen Theorien und Praktiken ist denn korrekt? Und wie wirken die überhaupt? Man hat entdeckt, dass der größte Teil sowohl der Psychopharmaka als auch der Psychotherapien suggestiv, autosuggestiv wirkt. Das heißt, es sind gar nicht die primären Handlungsweisen der Psychotherapeuten oder der Pillen, sondern es werden dadurch Prozesse im Gehirn des Patienten angestoßen, die sozusagen dann im günstigen Fall selbst heilen, kann man nicht sagen. Heilung gibt es da nicht, aber selbstverbessernd wirken. Ich nenne das den Friseureffekt. Endlich hört mir jemand zu, da kommt der Arzt mit dem Kittel rein und macht die Sache gut und redet beruhigend auf den Patienten ein und sagt, hier haben wir jetzt einen Schmerzmittel, wir reden ja immer im Plural, ne? Jetzt nehmen wir das mal und dann geht es Ihnen schon gleich besser. Und wenn es nicht besser geht, dann rufen Sie nochmal an oder lassen Sie anrufen. Diese Prozedur setzt dann Stoffe im Gehirn des Patienten frei, die wirklich dann substanziell Verbesserung wirken. Das hört sich sehr, sehr mildtätig geradezu an. Die Hirnforschung kann aber auch dazu beitragen, Streit zu entfachen. Sie haben dazu auch Ihren Teil dazu beigetragen. Vor allem die Frage des freien Willens. Was ist freier Wille? Was lässt mir mein Gehirn eben als solchen, als freien Willen übrig? Und in welcher Form sind Straftäter zu verurteilen? Sie haben sich ein bisschen aus dieser Diskussion herausgezogen, habe ich den Eindruck. Im neuen Buch kommen aber auch immer noch Bemerkungen dazu vor. Wie haben Sie diese Diskussion eigentlich damals empfunden? Also, das Ganze ging durchaus in einem bestimmten Wildwuchs. Und man lernt ja auch dazu, man lernt über die Jahre, sich sehr viel sorgfältiger auszudrücken, Begriffe sorgfältiger zu verwenden. Und am Anfang hieß es, mein Freund und Kollege Wolf Singer und ich haben dann gesagt, es gibt keinen freien Willen oder freier Wille ist eine Illusion. In Wirklichkeit geht es um ganz andere Dinge, nämlich um ganz harte Fakten.
Es ist das Schuldparadox. Je verabscheuungswürdiger bestimmte Straftaten sind, desto eindeutiger ist die pathologische Seite hierbei. Also das Schlimmste, was wir uns vorstellen können, ist so ein Mörder und Kinderschänder. Den möchten die Leute am liebsten gleich aufhängen und sofort bestrafen. Guckt man in deren Gehirn, so findet man, die haben schwere Hirnschädigungen in aller Regel. Zweitens, guckt man in deren Biografie, sieht man, die waren fast alle durchweg selbst Opfer von sexueller Gewalt und waren schon sehr früh in ihrer Psyche gestört. Sie würden also, wenn man das richtig glasklar nimmt, unter den Paragraph 20 des deutschen Strafgesetzbuches fallen, dass sie nicht im strafrechtlichen Sinne schuldig sind, weil sie schwere Hirnerkrankungen, schwere psychische Schädigungen haben. Und dieser Schritt wird überhaupt nicht vollzogen. Und das Gute dabei ist, dass die Strafrechtler und Strafrechtstheoretiker nicht nur seit langem wissen, da ist irgendwas faul, sondern auch die Empirie zeigt, dass wir mit den bisherigen Begriffen von Schuld bei dieser Art von Leuten, also schweren Straftätern, Gewalttätern, überhaupt nicht zurande kommen. Aber die Frage, wie Sie persönlich damit umgegangen sind, es gab ja heftige Anschuldigungen, auch gerade von Seiten der FAZ, zum Beispiel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Christian Geier ist da ein Name, den man nennen kann, wo man Sie praktisch in die Ecke eines Verbrecherfreundes schob. Wie geht man da persönlich mit um? Naja, wenn man Christian Geier persönlich kennt, dann ist das alles schon viel harmloser. Man muss auch wissen, dass er zur Opus Dei gehört. Das Ganze hat sich sehr abgekühlt und Daten sprechen einfach für sich. Also man muss immer nur ganz geduldig sagen, dann erklärt uns doch mal, weshalb ein Pädophiler, mehrfach Verurteilter, kaum dass er draußen ist, schon wieder das macht und zwar auch gegen seinen Willen. Viele Leute aus dieser Richtung stehen unter einem Zwang, einem psychischen Zwang. Und es geht einfach im ersten Schritt darum, entweder den Paragraph 20 abzuändern, der ist extrem veränderungsbedürftig, das sagen viele Strafrechtler, oder zumindest seine Anwendung auszugestalten. Aber das viel Wichtigere ist, wie gehen wir mit den Leuten um? Das ist ja völlig ungeklärt. Können wir die überhaupt noch therapieren? Und wenn nicht, was machen wir dann? Und wenn ja, wie macht man es denn genau? Also da muss man einfach ganz geduldig sein, da regen sich die Leute wieder ab. Und Christian Geier und andere haben ihre ideologischen, politischen Süppchen da gekocht und das ist auch vorbei. Und jetzt gehen wir mal zur Praxis über. Eugen Drewermann wird ab 21 Uhr heute in der zweiten Folge der Redefreiheit mit Ihnen, liebe Hörer, über die Freiheit oder auch die Unfreiheit des menschlichen Willens diskutieren. Die Telefone sind dann unter 01805 246 624 zu erreichen. Zuvor haben wir einiges über den sogenannten freien Willen aus Sicht des Neurobiologen Gerhard Roth gehört. Vorab hatte ich aber auch die Gelegenheit, mit Eugen Drewermann zu sprechen und ihn nach seinem Bild vom freien Willen zu fragen. Unter anderem danach, wie er auf das Thema des freien Willens gestoßen ist, ob er es zunächst theologisch oder schon kognitionswissenschaftlich angegangen ist. Eigentlich, seitdem ich angefangen habe zu denken, war es mir ein Problem, dass Menschen über Menschen zu Gericht sitzen. Mir taten diejenigen, die schuldig geworden waren, immer leid. Und ich dachte vor allem religiös, das Christentum möchte, dass man diesen Menschen nachgeht, indem man sie versteht. In der Religion selber spricht man von Sünde und von gerechten Strafen, die Gott verhängt. Mir schien das niemals richtig. Ich dachte, man muss den Begriff der Sünde selber übersetzen und fand eine gute Antwort in der Religionsphilosophie von Søren Kierkegaard. Wenn wir statt von Schuld und von Sünde reden würden, von Angst und von Verzweiflung, wäre uns sofort klar, wie wir mit Menschen zu verfahren hätten, die sich anders verhalten, als wir es wünschen können oder in den Gesetzen vorgeschrieben wird. Wir wüssten, dass wir nicht mit dem Prügel kommen könnten, sondern nur die ausgestreckte Hand, die sich rettend entgegenstreckt, ihnen bieten müssten. Und das ist im ganzen Neuen Testament der Ausgang. So sollte es sein. Als ich in die Seelsorge kam, war die Schwierigkeit darin, dass ich mit den moralischen Anschauungen, die ich als Theologe gelernt hatte, manche Verhaltensweisen wirklich nur hätte verurteilen können. Und wieder entdeckte ich, die Menschen, die das tun, unterliegen Mechanismen, in denen sie sich nicht auskennen. Sie kommen in ihrer Ehe nicht zur Rande, sie sind unglücklich in ihrem Beruf, sie haben seit Kindertagen ganze Teile ihrer Persönlichkeit nie wirklich kennenlernen dürfen. Sie stehen sich unfrei gegenüber, sie tun lauter Dinge, die sie eigentlich nie getan haben wollen, die aber passieren. Deswegen habe ich angefangen, Psychoanalyse zu studieren, weil ich mir dachte, die Anschauung dort stimmt. 6/7 in der Psyche des Menschen unterliegen dem Unbewussten, sind unfrei. Und selbst das, was bewusst ist,
hat noch lange keinen Anspruch darauf, frei zu sein. Das mag verwundern, weil im Alltag wir natürlich glauben, dass die Dinge, die wir machen, auf uns selber zurückzuführen sind und dass wir sie frei entscheiden würden. Diese Erkenntnis, dass der freie Wille nicht ohne Grenzen ist, dass es hier nicht vogelfrei zugeht, ist indes keine Sache, die ganz neu wäre. In der abendländischen Philosophie gab es schon lange vor jeder Hirnwissenschaft solche Gedanken. Dazu Eugen Drewermann. Schon Arthur Schopenhauer hat 1840 etwa darüber tiefer nachgedacht, im Rückgriff übrigens auf englische Philosophen wie David Hume. Und er meinte, wenn die Leute von Freiheit reden, meinen sie in aller Regel nur die Handlungsfreiheit. Wir können natürlich tun, was wir wollen, aber das, was wir wollen, unterliegt Zusammenhängen, die wir mit dem Willen nicht mehr beeinflussen können. Wir wollen genau die Dinge, die unserem Charakter entspringen. Wir handeln, wie wir sind, und das ist nicht Freiheit, sondern strengstens determiniert. Hinzufügen müsste man, dass unser Charakter selber geprägt wurde. Er ist nicht vom Himmel gefallen, er ist nicht das unmittelbare Ergebnis einer Schöpfungshandlung Gottes. Er ist geformt worden auf der Basis der Gene, die wir biologisch in unserem Erbgut mitbekommen haben, durch die Entwicklung noch vor der Geburt und den Einflüssen, die von der Mutter neurobiologisch ausgeübt wurden, von den Umständen, unter denen wir zur Welt gekommen sind. Das alles ist immer noch Biochemie und Biologie. Aber nun beginnen die Faktoren der Psychologie wirksam zu werden. Der Einfluss der unmittelbaren Kontaktperson, der Mutter vor allem, formt die Persönlichkeit des Kindes. Ausgehend von seinen Primärbedürfnissen lagern sich starke, gestaltende Faktoren darüber. Das Kind entwickelt sich im Raum einer Einheit, die es mit seiner Mutter eingeht und die in den ersten Lebenswochen, Monaten und Jahren enorm Bedeutung besitzt. Man kann über die Psychoanalyse im Theoriekonzept vieles debattieren, aber die Bedeutung der frühen Kindheit lässt sich auch neurologisch, entwicklungspsychologisch auf vielen Ebenen heute en Detail zeigen. Kein Mensch hat sich seine Mutter gewählt, kein Mensch hat sich seine Kindheit ausgesucht, aber er wird überhaupt erst wach und erlangt die Fähigkeit, über sich nachzudenken, wenn all diese Vorgaben schon geschehen sind. Auch die Eltern, obwohl erwachsene Persönlichkeiten, sind nicht einfach frei, sondern sind sie Träger von sozialen Zusammenhängen, als deren Agenten sie auftreten. Sie haben bestimmte soziale Zielsetzungen und Erwartungen. Sie leben unter bestimmten wirtschaftlichen Bedingungen, bis in den Wohnraum hinein, bis in das Wohnviertel hinein. Die Kontakte, die das Kind später knüpfen wird, die Schule, die es besuchen wird, all das gestaltet die Biografie en Detail mit und hat am Ende ein Resultat, das wir von allen anthropologisch relevanten Wissenschaftsgebieten beschrieben finden können, in einer Form, die die Freiheit ausschließt und den Menschen als das Resultat dieser Teilfaktoren erklärbar macht. Der freie Wille ist heute Thema in der Redefreiheit mit Eugen Drewermann. Ab 21 Uhr ist er zusammen mit meinem Kollegen Jörg-Dieter Kogel im Studio und wird Ihre Fragen beantworten. Die Nummer, unter der Sie anrufen können, lautet 01805 246 624. Zuvor aber noch der Ausschnitt aus einem Gespräch, das ich mit Eugen Drewermann zum freien Willen geführt habe und bei dem er klar seine Bedenken zur rein naturwissenschaftlichen Herangehensweise an die Fragen von Gefühl und Handeln formulierte. Wenn es Freiheit nun doch noch geben soll, müssten wir rekurrieren auf einen Gedanken, den Sigmund Freud paradoxerweise entwickelt hat. Er leugnete die Willensfreiheit. Er lehrte den Determinismus und dennoch schreibt er, das Ziel der gesamten Psychoanalyse bestehe darin, die Mechanismen des Es zu ersetzen durch die Bestimmung des Ich. Wo Es war, soll Ich werden. Freud war kein Philosoph, aber was er gemeint hat, ist sehr einleuchtend. Die Naturwissenschaften und alle anderen anthropologischen Wissenschaften tun ihre Pflicht, indem sie Ursachenzusammenhänge erkennen. In all denen kommt Freiheit definitiv nicht vor. Genauer gesagt, sie kann überhaupt kein verwendbarer Begriff sein. Sobald ein Naturwissenschaftler ein Phänomen nur erkennen könnte, indem er auf die Freiheit einer göttlichen Einwirkung oder einer menschlichen Entscheidung rekurriert, schafft er sich selber ab. Das ist keine naturwissenschaftliche Begründung. Freiheit ist überhaupt keine Denkkategorie der Naturwissenschaften. Mit einem Wort, es ist unmöglich, von einem Naturwissenschaftler zu erwarten, dass er im Kopf des Menschen Freiheit findet. Das schließt aber nicht aus, dass genau das, was er als Naturwissenschaftler tut, Freiheit ermöglicht und begründet. Der Denkfehler liegt in meinen Augen darin, dass man Notwendigkeit und Freiheit als Gegensatzbegriffe
miteinander verbindet. Also erklärt da, wo Notwendigkeit ist, kann Freiheit nicht sein und wieder umgekehrt. Notwendigkeit und Freiheit sind Gegensatzbegriffe, aber sie verhalten sich dialektisch zueinander. In einer Welt, in der es keine Notwendigkeit gäbe, sondern nur chaotische Prozesse abliefen, wäre Freiheit völlig unmöglich. Würden wir uns bewegen in der quantenphysikalischen Ebene der Realitätsbeschreibung, wäre Planbarkeit, Selbstentscheidung, Konzeptualisierung der Realität durch Freiheitsentwurf definitiv unmöglich. Nur wenn Notwendigkeiten existieren, die verlässlich sind, wenn die Tasse, die ich jetzt in den Schrank stelle, Erdbeben ausgenommen, da auch die Angewohnheit stehen zu bleiben, kann ich überhaupt etwas Sinnvolles tun und planen. Freiheit hängt davon ab, dass Notwendigkeit existiert, die mir praktisch zugänglich wird, indem ich sie erkenne. Das meinte Hegel um 1820. Freiheit ist erkannte Notwendigkeit. Und so ergibt sich ein Paradox, dass die Naturwissenschaft, speziell heute die Neurologie, indem sie die Freiheit leugnet, die Freiheit Spielräume vor allem für das gesellschaftliche Handeln enorm öffnet, ohne irgendeine Angabe machen zu können, wie wir ethisch damit umgehen sollen. Sie wird gefährlich, wenn sie dabei bleibt, zu erklären, wir definieren, was Realität ist, und zeigen uns gleichzeitig unfähig, eine Ethik zu begründen, die da statt hat. Dieser Erklärungsnotstand, den Eugen Drewermann auf Seiten der Naturwissenschaften ausmacht, hat nicht allein persönliche Dimensionen. Drewermann fürchtet vielmehr auch politische und gesellschaftliche Konsequenzen, wenn nicht genügend über die Folgen wissenschaftlichen Tuns nachgedacht wird. Wir hatten das Debakel um 1950, als man anfing, die Wasserstoffbombe zu bauen. Darf man das oder darf man das nicht? Die Physik kann uns zeigen, wie man das macht, aber sie enthält in sich keinerlei Verbot, den Unfug dran zu geben. Und Einstein konnte sich bemühen, wie er wollte, es war nicht zu verhindern, weil ganz andere Mechanismen im Spiel waren. Wir bräuchten, nachdem wir erkennen, was wir machen können, ein Konzept von Freiheit, das eine Moral aufbaut, die unseren Erkenntnissen verantwortlich standhält. Darum brauchen wir eine dritte Ebene, die zu tun hat mit dem, wovon ich ausgegangen bin. Wir bräuchten einen religiösen Hintergrund, der den Menschen als Person ernst nimmt und stabilisiert und in der Zuwendung zur einzelnen Person Selbstverfügung ermöglicht und damit Freiheit. Soweit also Eugen Drewermann, mit dem ich vor der Sendung über den freien Willen und dessen Grenzen gesprochen habe. Hier geht es nun in wenigen Minuten live weiter mit Eugen Drewermann und der Redefreiheit im Nordwestradio. Unter der Telefonnummer 01805 246 624 sind dann ab 21 Uhr die Telefone freigeschaltet. Zusammen mit Eugen Drewermann im Studio ist dann Jörg-Dieter Kogel. Auf einen spannenden Termin möchte ich Sie noch hinweisen. Am morgigen Sonntag findet im Haus der Wissenschaft in Bremen eine Podiumsdiskussion mit Gerhard Roth und Eugen Drewermann statt. Das Ganze wird vom Nordwestradio veranstaltet und der Eintritt ist selbstverständlich frei. Also, wer einen spannenden Morgen zwischen Theologie und Naturwissenschaft zum Thema freier Wille erleben will, der ist in der Sandstraße 4-5 im Haus der Wissenschaft in Bremen morgen gut aufgehoben. Am Mikrofon verabschiedet sich nun Stefan Cartier. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum zweiten Teil der Redefreiheit Hörerfragen. Dr. Drewermann antwortet. Sie haben es ja in den vergangenen 50 Minuten vielleicht schon gehört. Unser Thema heute, die Unfreiheit des freien Willens. Zunächst aber einmal einen guten Abend, Herr Drewermann. Ich hoffe, die Fahrt von Paderborn nach Bremen war reibungslos. Guten Abend, Herr Kogel. Eine sehr schöne Fahrt. Unser Thema Redefreiheit heute im Nordwestradio, die Unfreiheit des freien Willens. Im Grenzbereich zwischen Geistes- und Naturwissenschaften wird derzeit kaum eine Frage so heftig diskutiert wie die, ob Menschen über einen freien Willen verfügen oder nicht. Hirnforscher, Philosophen und Juristen sind da ganz unterschiedlicher Meinung. Hirnforscher behaupten, es gebe den freien Willen nicht, selbst wenn der Einzelne subjektiv meine, er habe einen freien Willen, sei dies aus der objektiven Sicht eines Dritten blanke Illusion. Sie leiten aus ihren bisherigen Forschungen ab, jeder Mensch sei in allen seinen Handlungen determiniert, also vorbestimmt. Auch ein Straftäter könne deshalb nicht anders handeln und sei wegen der begangenen Tat nicht schuldig. Die wesentliche Aussage einiger Forscher, wir haben es ja eben schon gehört, insbesondere von dem Bremer Hirnforscher und Neurobiologen Gerhard Roth ist, wir tun nicht, was wir wollen, sondern wir wollen, was wir tun.
Der Wille sei nicht frei, weil dieser nicht die Handlung auslöse. Das determinierte Gehirn habe die Handlung bereits unbewusst festgelegt. Die vom Gehirn vorgegebene Entscheidung werde uns dann mit einer gewissen Verzögerung erst bewusst. Das also ist unser Thema, über das wir bis 23 Uhr hier im Nordwestradio mit Ihnen, unseren Hörern und Dr. Drewermann reden wollen. Ich gebe Ihnen noch einmal die Telefonnummer, unter der Sie uns ab sofort erreichen können. 01805 246 624. Sie können uns auch eine E-Mail schreiben unter nwr.redefreiheit@radiobremen.de. Und wenn Sie erst jetzt einen Stift zur Hand genommen haben sollten, dann sage ich Ihnen nochmal die Telefonnummer zum Mitschreiben: 01805 246 624. Hier unter dieser Nummer können Sie uns in Bremen erreichen und Ihre Fragen an Herrn Drewermann stellen. Die E-Mail-Adresse sage ich Ihnen auch noch einmal: nwr.redefreiheit@radiobremen.de. 21 Uhr und genau eine Minute. Sie hören im Nordwestradio die Redefreiheit. Höre Fragen und Dr. Drewermann antwortet. Unser heutiges Thema: die Unfreiheit des freien Willens. Sie können uns anrufen unter 01805 246 624 oder uns eine E-Mail ins Studio an Dr. Drewermann schreiben. Die E-Mail-Adresse lautet nwr.redefreiheit@radiobremen.de. Herr Drewermann, ich hatte eben schon gesagt, was die Hirnforschung im Wesentlichen zu unserem heutigen Thema beigetragen hat. Wir tun nicht, was wir wollen, sondern wir wollen, was wir tun. Der Wille sei also nicht frei, weil dieser keine Handlung auslöse. Sie sind Theologe, Sie sind Psychoanalytiker und Sie haben eines Ihrer umfangreichen Werke, Atem des Lebens, man könnte auch sagen Ihr Hauptwerk, geschrieben zur Frage der modernen Neurologie und der Frage nach Gott. Als was beschäftigen Sie sich mit diesem Thema? Überwiegend als Theologe, als Psychoanalytiker oder als Hirnforscher? Eigentlich als Mensch, der versucht, anderen Menschen zu helfen. Ich bin als Seelsorger dazu gekommen, sehr früh bereits zu merken, dass man Menschen nicht gerecht wird, wenn man mit der moralischen Elle auf sie zugeht. Ein kleines Beispiel. Ich entsinne mich, dass ich noch nicht 14 Tage Pfarrer an einem Ort war, als sonntags nach der Predigt jemand zu mir kam und sagte: Ich glaube, dass Sie mich verstehen, so wie Sie die Worte eben gewählt haben. Und dann fing er an zu weinen. Wir saßen auf der Parkbank im Kurort und er erzählte, dass er nach 3 Tagen seines Aufenthalts kennengelernt hat, was man einen Kurschatten nennt. Er war über 20 Jahre verheiratet. Er war darauf nicht vorbereitet, dass ihm, einem treuen Ehemann, derlei passieren könnte. Nach allem, was ich 6 Jahre lang in der Theologie gelernt hatte, hätte ich den Mann verurteilen müssen. Ich hätte ihm sagen sollen, was da sich abspielt, ist die Gelegenheit zur nächsten schweren Sünde. Sie müssen die Frau meiden. Ich spürte aber, dass er etwas entdeckt hatte, dem er nachstrebte wie ein Süchtiger. Ganze Teile seiner Seele waren offensichtlich ausgefallen. Ich hatte damals keine Worte dafür, kein Theoriekonzept. Es war eine von vielen Erlebnissen, die mich dahin brachten, mich mit der Psychoanalyse zu beschäftigen. 6/7 unserer Seele liegen im Unbewussten, meinte Sigmund Freud, und wir sollten den Glauben an die Freiheit als eine allzu stolze Fahne vom Masten holen. Determiniert seien wir durch die Erfahrungen der frühen Kindheit. Das hätte ich später auf die Situation dieses Mannes allemal anwenden können. Er hatte in dieser bis dahin ihm unbekannten Frau etwas kennengelernt, das ihn sehr stark verband mit seiner Mutter. Da waren Teile in seiner Seele in Schwingung gekommen, die sich zurückerinnerten an tiefe Eindrücke aus Kindertagen. Wünsche, Hoffnungen, die damals verloren gegangen sind, an deren Stelle Pflichterfüllung getreten war, wie er sie in der Ehe korrekt gelebt hatte. Und plötzlich ist wie ein Dammbruch ein ganz anderer Erfahrungsraum für ihn offen. Das alles lässt sich auf Ihre Frage hin jetzt ein Stückchen abstrakter formulieren. Wir sind nicht frei. Wir können es allenfalls werden, wenn wir uns beginnen, selber zu begreifen. Aber dann müssten wir die eigene Biografie durcharbeiten. Wir brauchten in aller Regel jemanden, der uns zuhört,
der uns nicht verurteilt, sondern der mit uns geht, der das Gefühl vermittelt, nicht verurteilt zu sein, sondern verstanden zu werden, der uns den Mut gibt, nochmal ganz neue Gedanken und neue Handlungsmöglichkeiten durchzugehen, womöglich nochmal alles in Frage zu stellen, was wir bis dahin gelernt haben, dann kämen wir nach und nach bei uns selber an. Wir würden mit uns identischer. Und wenn wir in Übereinstimmung mit uns selber etwas tun, haben wir zumindest den Eindruck, frei zu sein. Dann können die Neurologen sagen, das ist ein Konstrukt unseres Gehirns. Wir bilden uns ein Ich, das sich selber als Urheber von Handlungen setzt. So soll das sein. Gleichwohl, wenn wir etwas erkennen an Notwendigkeiten, zum Beispiel im Feld der Neurologie, gewinnen wir neue Handlungsspielräume. Wir forschen ja nicht einfach ins Blinde, lapula, sondern wir erforschen zum Beispiel, wie Schizophrenie sich abspielt im Gehirn, wie schwere Depressionen funktionieren. Und wenn wir das wissen, gewinnen wir Möglichkeiten zu intervenieren, therapeutisch zu agieren. Psychoanalytiker handeln nicht einfach aus gutem Willen nur, sondern sie haben ein bestimmtes Theoriekonzept. Sie glauben, bestimmte Zusammenhänge zu kennen. Und so kann man abstrakt sagen, die Freiheit entsteht, indem wir die Notwendigkeiten zu begreifen beginnen, die sich in uns abspielen. Ganz konkret oder ganz abstrakt, beides hat Hegel um 1820 mal gesagt, Freiheit ist erkannte Notwendigkeit. Damit meint er nicht, wir müssen uns einem höheren Naturgesetz zähneknirschend fügen. Er meinte, wenn wir etwas wirklich verstanden haben, tritt es in unseren Geist und es verändert die ganze Wirklichkeit. Wir können plötzlich kreativ damit umgehen. Simpel gesagt, wer von unseren Hörerinnen und Hörern sich heute Abend noch ins Auto setzt, unterliegt einem mechanischen Zwang. Das Auto folgt seiner Konstruktion und im Übrigen den jüdischen Gesetzen. Aber er kann damit umgehen, er kann steuern, er kann damit arbeiten, er kann sein eigenes Ziel verfolgen, aber nur soweit er weiß, wie man mit dem Auto und seiner Mechanik verfährt. Er muss irgendwann mal eine Fahrstunde absolviert haben. Ich hoffe, dass unsere Hörer heute eine freie Entscheidung treffen und uns hier im Studio anrufen, um Sie zu fragen, was Ihnen auf dem Herzen liegt, unter der folgenden Nummer in Bremen 01805 246 624. Eine E-Mail können Sie uns auch ins Studio schicken, nwr.redefreiheit@radiobremen.de. 21 Uhr und genau 10 Minuten. Sie hören die Redefreiheit im Nordwestradio. Hörer fragen, Dr. Drewermann antwortet. Unser Thema heute, die Unfreiheit des Willens. Herr Verfürden ist am Telefon. Ich glaube, Sie rufen aus der Nähe von Kiel an. Ihre Frage an Herrn Drewermann, bitte. Das ist richtig. Ich habe eine Frage zum Zusammenhang zwischen der Unfreiheit und einem positiven Gottesbild. Das will ich kurz erklären. Ich habe schon vor vielen Jahren in der Pubertät mir die Meinung gebildet, dass es keine Willensfreiheit gibt und habe dann meinem Pastor und Religionslehrer gesagt, Gott bestraft die Ungläubigen und belohnt die Gläubigen, also kann ich nicht religiös sein. Leider fiel den Herrn keine Antwort ein, anders als ein paar Jahre später meinem Strafrechtsprofessor, dem habe ich dann auch gesagt, ich bin gegen Bestrafung, weil es keine Willensfreiheit gibt. Und sagt er überraschenderweise zu mir, das ist gar kein Problem. Ich glaube auch nicht an die Willensfreiheit, aber wir bestrafen die Leute ja aus ganz anderen Gründen, nämlich um die anderen, um das vereinfacht zu sagen, von einer Straftat abzuschrecken. Das ist also im Strafrecht gar keine neue Diskussion, die jetzt auftaucht. Diese gab es also auch schon vor fast 40 Jahren. In der anderen Frage, der religiösen Frage, hat mir allerdings noch keiner eine befriedigende Antwort gegeben, wie man die fehlende Willensfreiheit und ein positives Gottesbild miteinander vereinbaren kann. Und ich hoffe, Herr Drewermann kann mir dazu eine gute Antwort geben. Ich leide eigentlich, seitdem ich denken kann, unter der gleichen Fragestellung. Mir ist das noch nie richtig erschienen, dass man über Menschen zu Gericht sitzt und sie bestraft. Und im Neuen Testament heißt es denn auch ganz entschieden am Ende der Bergpredigt, richtet ihr überhaupt nicht, denn sonst fiele ja das gleiche Urteil von Gott auf euch selber herab. Mit einem Wort, die Idee von Gott, die im Neuen Testament von Jesus propagiert wird,
ist die eines gütigen Gottes, der die Menschen begleitet, der die Verlorenen sucht, wie der Hirte, der nach dem 100. Schaf sich auf den Weg macht, um es zurückzutragen auf seinen Schultern. Das ist eine kulturelle Revolution, die ich eigentlich befördern möchte. Mit meinem Buch »Atem des Lebens« möchte ich durch eine Synthese von Neurologie und Theologie so etwas wie einen humanitären Quantensprung erreichen. Wenn wir aufhören würden, über Menschen zu Gericht zu sitzen und uns Mühe geben würden, sie zu verstehen, von innen her ihre Not zu begreifen, vor allem ihre Angst, die Dynamik, die hinter dem steht, was wir ein Verbrechen nennen, wären wir weit entfernt von der Lapidarauskunft dieses Juradozenten. Denn er widerspricht sich ja schon selber. Wir sollen strafen, um abzuschrecken. Der Mann, den er bestraft, war nicht abzuschrecken, und zwar mit dem geltenden Strafrecht. Was soll ihm jetzt einfallen? Sollen wir die Folter wieder einführen, wie in Amerika, CIA-Flüge organisieren nach Kairo? Ist das die Abschreckung? Nicht mal die Terroristen werden dadurch von irgendeiner Straftat abgehalten. Es gibt auf diese Weise nur ein höchstes Unrecht, in dem die Gesellschaft sehr ambivalent festhält an dem Dogma von der Willensfreiheit. Darauf basiert unser Rechtsspruch im Rahmen einer Gerechtigkeit. Man konnte wählen zwischen Gut und Böse, man wusste, was Gut und Böse war, und hat man das Böse getan, wird man im Namen der Gerechtigkeit bestraft. Das ging vor 230 Jahren bei Immanuel Kant so weit, dass er meinte, wenn heute der Staat sich auflöst, am Nachmittag muss er am Vormittag noch sämtliche Todesurteile durchführen. Ist in Amerika eigentlich noch heute so. Worauf ich hinaus will, jetzt ist etwas ganz Entscheidendes. Das Christentum, wie Sie richtig ahnen, beginnt, über den Menschen anders nachzudenken, als es alle ethisch sich definierenden Religionen, das Judentum, der Islam, aus dem Jesus kam oder der sich auf Jesus mittelbar beruft, bis heute tun. Die ursprüngliche Meinung Jesu war, die Menschen sind nicht so frei, wie wir glauben. Sie unterliegen Ängsten, Abhängigkeiten, Gefühlszuständen, die sie hilflos machen. Sie sind Verzweifelte. Wenn wir davon ausgehen, hat Martin Luther 1520 unter dem Titel »Von der Freiheit eines Christenmenschen« einen ganz entscheidenden Satz geschrieben. »Wenn du gute Werke willst«, sagt er, »musst du schauen auf die Person.« Das heißt, es geht nicht darum, ob jemand in einem einzelnen Tun als frei von außen her in Erscheinung gebracht werden kann, sondern was für eine Persönlichkeit er ist. Denn das Gesetz sagt dir nur, was du tun sollst, es gibt dir aber nicht die Kraft dazu. Mit einem Wort, das ganze Christentum, Luther an der Spitze in den Zeiten der Reformation, meinte, dass ein Mensch nur frei werden kann, wenn er einer Güte, einer Zuwendung, einer Liebe, theologisch ausgedrückt einer Gnade begegnet, die ihn ganz umgreift und meint. Dann erst kommt er in Übereinstimmung mit sich selber und dann wird geboren das, was man Freiheit nennt. Es ist keine Naturtatsache, sondern die ganze Geschichte der Erlösung, biblisch gesprochen, steckt dahinter. Humanitär gesehen ein langer Kampf, der sich am besten abbilden lässt heute unter den Bemühungen etwa einer Psychotherapie. Es kann Jahre dauern, bis wir die Ängste, die aus Kindertagen in der Seele eines Menschen liegen, langsam überlieben, überreifen lassen, durch Zuwendung begleiten. Das ist, was Jesus im Neuen Testament tat, und billiger ist die Freiheit nicht zu haben. Ich hoffe, Herr Verfürden, der Sie uns aus Kiel angerufen haben, dass die Frage von Herrn Drewermann ein bisschen konkreter ausgefallen ist als die, die Sie damals einem Pastor in Kiel gestellt haben und er sie Ihnen nicht beantworten konnte. Am Telefon ist jetzt Frau Senzel aus Bremen. Ja, stellen Sie bitte Ihre Frage an Herrn Drewermann. Das Sein bestimmt das Bewusstsein, und ich denke eben halt auch, dass die Subjekte auch mitbestimmen, wie eine Gesellschaft gestaltet ist, aber andererseits wird auch das Subjekt beeinflusst durch eine gesellschaftliche Verhältnisse. Und ich denke mal, es wird immer so groß von Freiheit gesprochen, aber die Realität sieht so aus, dass eine ganz kleine Minderheit die Freiheit besitzt, aber auf Kosten der Mehrheit quasi ihre Macht hat und sich bereichert permanent. Und das bringt ja die ganzen gesellschaftlichen Probleme hervor, wie Armut und auch, dass dann immer die Kriminalität ansteigt. Herr Drewermann. Natürlich, wenn wir wirtschaftlich oder gesellschaftspolitisch reden, gibt es eine Minderheit, 10%,
der 70% des gesamten Volksvermögens in der Tasche liegt. Und wie wir hören, auf eine Art damit umgeht, die den armen Leuten ganz sicher nicht gut tut. Wir haben über 7 Millionen Menschen, die insolvent sind, Familien, die pleite sind, samt Frau und Kindern. Das ist kein Pappenstiel. 15 Millionen Hartz-IV-Empfänger. Natürlich können wir über Freiheit schön diskutieren, aber ein Hartz-IV-Empfänger hat eine minimale Freiheit. Er hat ganze 10 Euro pro Tag zum Ausgeben. Er kann kein Museum besuchen, er kann keine Reisen unternehmen, er kann nicht einmal ein Buch sich kaufen, er kann bestenfalls zu Fuß zur Bibliothek gehen, in den Lesesaal und dann versuchen, sich zu informieren. Oder er hört jetzt Nordwestradio. Aber äußerlich schon sind seine Handlungsmöglichkeiten drastisch reduziert. Wenn Sie das meinen, ist gar kein Widerspruch möglich. Wenn jemand lange genug so lebt, formt sich auch sein Selbstgefühl so. Das Sein, wie Sie sagen. Auf der anderen Seite ist es nicht nur eine Einbahnstraße. Die gesellschaftlichen Verhältnisse prägen das Bewusstsein, legen es fest. Das stimmt zweifellos. Aber Sie zum Beispiel rebellieren dagegen. Im Grunde höre ich Sie sagen, wie es zugeht, dieses Ungerecht. Ich fühle mich hilflos und ich möchte es gern geändert haben. Schon indem Sie das sagen, verändert sich was. Ich jetzt mache mich zu Ihrem Sprachrohr. Viele hören uns zu. Das ist ein Bewusstsein, das die Gesellschaft verändert, hoffe ich doch wenigstens. Mit einem Wort, es ist immer rückgekoppelt. Der Satz, das Sein geht vor dem Bewusstsein, war in der alten DDR ein Standardsatz der Philosophie. Aber man dachte auch da dialektisch. Das Sein formt das Bewusstsein, die gesellschaftlichen Verhältnisse, das Individuum. Aber es war in der ganzen Staatsideologie der DDR nicht klar, was denn nun das Individuum für eine Funktion hat. Wenn es nur die Apparatschiks oben sind, Gnade Gott dem Volke oder niemand mehr dem Volke. Dann wären wir wirklich ausgeliefert. Wenn wir aber denken, wir haben eine Sprache, wir können uns artikulieren, wir können sagen, was wir fühlen, koppelt sich das zurück. Und irgendwann hat man gesehen, die Apparatschiks wissen nicht alles, können nicht alles und eines Tages werden sie sogar vertrieben aus ihrer Domäne. So viel kann am Ende das Bewusstsein. Sie hören die Redefreiheit im Nordwestradio. Hörer fragen, Dr. Drewermann antwortet. Unser Thema heute, die Unfreiheit des freien Willens. Sie können uns anrufen hier in Bremen unter der Nummer 01805 246 624. Und das hat auch Herr Bayer getan. Er ruft uns aus den Vereinigten Staaten an. Herr Bayer, Ihre Frage an Dr. Drewermann. Hören Sie ja, uns? Herr Drewermann, hallo. Können Sie mich hören? Wunderbar und ich bin glücklich, Sie zu hören. Lieber Herr Bayer, was ja, ist... Ja, ich auch, Herr Drewermann, sehr gut, Sie zu hören. Ja, die Frage, die ich habe, ich lese im Moment Ihre 2 Bände Atem des Lebens. Mhm. Und als ich da durchlese, da kommen mir die neuen Atheisten sehr stark in den Sinn, die Ihnen ja zum Teil auch bekannt sind, Richard Dawkins, der jetzt in Deutschland und auch weltweit seinen letzten Bestseller veröffentlicht hat. Der heißt in Deutsch der Gotteswahn, mhm, und auf Englisch heißt der The God Delusion. Die These der neuen Atheisten wie Richard Dawkins oder Christopher Hitchens, der hat jetzt ein Buch Der Herr ist kein Hirte veröffentlicht, ist diejenige, dass die Religion nur auf Projektionen basiert, also ähnlich wie Feuerbach das schon in dem 19. Jahrhundert gesagt hat. Meine Frage an Sie ist jetzt, für Sie ist es ja sehr wichtig, dass der Glaube an eine absolut gute Person zentral ist, um für uns menschlich sein zu können. Wie würden Sie auf die Atheisten antworten, wenn Sie sagen, nun ja, der Glaube ist aber doch letztendlich auf menschlichen Projektionen aufgebaut? Was würden Sie da antworten, warum denn Gott mehr ist als nur eine Projektion? Herr Drewermann. Ich habe von Richard Dawkins eine Menge gelernt, wie von einer Reihe von Naturwissenschaftlern. In dem Buch Der blinde Uhrmacher vor Jahren schon hat Dawkins einen Satz gesprochen, der prägnant ist. Er meinte, bis 1856 war es unmöglich, nicht an Gott zu glauben.
Und begründete das damit, dass kein Mensch, der eine Rose sieht oder ein Kätzchen über die Fensterbank klettern sieht, auf die Idee käme, dass etwas so Wunderbares und Komplexes aus Naturprozessen voller Zufall und blinder Notwendigkeit hervorgegangen sein könnte. Dann schreibt Dawkins ab diesem Jahr 1856, dem Erscheinungsjahr von Charles Darwins Buch über die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl, ist es unmöglich, an Gott zu glauben. Denn wir hätten endlich einen Mechanismus gefunden, der uns erklärt, wie die Kompliziertheit, vor allem von Lebensprozessen, aus den Zufällen von Mutation und Selektion sich bilden. Was in der heutigen Theologie bis jetzt nach meiner Meinung viel zu wenig reflektiert ist, ist, wie diese Art der blinden Mechanik operiert. Wir haben, wenn wir von Mutationen sprechen, etwa im Verhältnis von 1 zu 1 Million, die Wirkung, dass der betroffene Organismus krank wird oder früh stirbt, allen möglichen Leiden ausgesetzt wird, das heißt im Verhältnis von 1 zu 10 hoch minus 6 kommt es mal vor, dass eine solche Mutation im Genbestand etwas Positives bewirken könnte, nach dem Zufall der Umstände. Durch eine solche Masse Leid quält sich die Natur im Verlauf von Jahrmillionen hindurch. Sie ist wirklich blind. Sie hat kein Mitleid, sie nimmt keine Rücksicht, sie respektiert uns als Individuen überhaupt nicht. Im Haushalt der Natur sind wir als Personen lediglich die Überträgermasse der Gene, die darauf gedrillt sind, förmlich sich selber möglichst zu reproduzieren. Mit einem Wort, wir gewinnen aus der Natur keinerlei Handlungsanweisungen für das, was wir kulturell auf dem Weg der Menschwerdung uns geschaffen haben. Vor allem unterliegen wir der Notwendigkeit zu wissen, dass wir sterblich sind. Kein Tier an unserer Seite tut das. Wir müssen antworten auf die Frage, warum wir leben, wenn wir im Haushalt der Natur nichts weiter sind als ein Gebilde von konzentrierter Energie, das dazu bestimmt ist, sich sehr bald wieder aufzulösen, um in die Energieverwertung anderer Organismen einzugehen. Die Biologie beantwortet nicht eine einzige Frage, die wir uns als Menschen nach uns selber stellen. Und deshalb ist es unendlich wichtig, viel mehr zu wissen, als die Naturwissenschaften uns sagen können. Da ist eine Art von Projektion am Werke. Das hat Feuerbach richtig gesehen, das hat der deutsche Idealismus vor etwa 200 Jahren richtig formuliert. Wir entwerfen uns ein Gegenüber, um uns selber zu bestätigen. Das ist richtig, wir können von Gott kaum anders reden, als indem wir über uns selber sprechen. Im ganzen 20. Jahrhundert hat man sogar theologisch dann gesagt, alle Theologie ist als erstes ein Reden über den Menschen. Sie ist Anthropologie. Wir sind auf der Suche nach uns selber, indem wir fragen nach Gott. Aber dann stellen wir fest, wir erfinden Gott nicht, sondern wir setzen ihn eigentlich in all den Dingen, die uns wesentlich sind, voraus. Wir möchten glauben an Liebe. Wir tragen sie in unserem Herzen, aber wir finden sie nicht in der Natur. Wir möchten reden über unsere Angst und wir haben keinen Gesprächspartner. Kurz, wir setzen an all den Stellen, in denen wir als Individuen uns im Raum der Natur in Frage gestellt sehen, auf der Suche nach etwas, das uns wirklich meint und umgreift. Nochmal so ausgedrückt, warum Sie, Herr Bayer, und ich leben, ist aus der Natur nur mit einem Haufen von Zufällen zu beantworten. Da sind Gene mal zusammengekommen. Unsere Eltern haben sich gepaart und auch das war noch ein Millionstel Zufallereignis. Nichts von all dem war notwendig. Nichts von dem ist willentlich gewollt. Aber jedes Kind, das wir in die Arme schließen, erfährt, warum es geliebt wird und dann lernt es, warum es sein darf und schließlich sogar, warum es notwendig sein soll. Das kann uns eigentlich nur eine Güte sagen, die personengebunden uns selber sich mitteilt, in Worten, die wir Menschen verstehen. Und so reden die Theologen dann von Gott. Die ganze Angst, die uns die Welt bereitet, braucht ein Gegenüber, dem wir am Ende sogar zutrauen, diese Welt gemacht zu haben. Herr Bayer, ich hoffe, dass die Antwort von Eugen Drewermann Sie auch in den Vereinigten Staaten gut erreicht hat übers Telefon. Gestatten Sie mir vielleicht die Frage, aus welchem Teil Amerikas rufen Sie an? Ich rufe aus New York City an. Aha, dann bedanke ich mich ganz herzlich für diesen Anruf. Wir haben eine E-Mail bekommen, Herr Drewermann. Christina Döhle aus Köln hat uns geschrieben. Die Wissenschaft versucht uns durch exakte Ergebnisse über die Struktur des Hirns und unseres Willens zu ermutigen.
Und die Kirche schwimmt auch nur mit in diesem Strom der Erklärungen, um nicht unterzugehen. Ihre Frage, also die von Frau Döhle aus Köln, warum biedert sich die Amtskirche an die Naturwissenschaften an? Ich habe den Eindruck, dass sie die Naturwissenschaften ignoriert. Sie biedert sich an der Politik, der Wirtschaft, allen möglichen scheinbar gesellschaftlichen Zwängen, das schon. Aber den Naturwissenschaften steht sie sehr ignorant gegenüber. Sie verficht Theorien. Herr Bayer, wenn er jetzt mithört, wird das bestätigen, in den Vereinigten Staaten vom Intelligent Design, dass man eine fertige Blaupause gewissermaßen dem gesamten Gang der Evolution unterlegen könnte, dass Zufälle eigentlich nur eine subjektive Täuschung darstellten, weil alles schon vorweg geplant worden sei von einer obersten Vernunft. Da wird die Herausforderung des Darwinismus nicht wirklich begriffen. Dieser Tage erlebte ich noch mit, wie Theologen debattierten über unser Problem heute Abend, über die Willensfreiheit, und man war ganz schnell sich einig darüber, dass Gott den Menschen frei geschaffen hat. Punkt. Das kann ich nicht identifizieren als Anbiederung an die Naturwissenschaften. Das ist so viel wie, lasst ihr doch reden, was ihr wollen, das wissen wir alles besser. So kann es nicht weitergehen. Wir können nicht von Gott reden in einem luftleeren Raum, ohne das Wissen über den Menschen am Ende des 20., Anfang 21. Jahrhunderts mit einzuarbeiten. Und wir sehen heute zum ersten Mal, was wir wirklich im Raum der Kirche, um das Christentum neu zu buchstabieren, absolut mit integrieren müssten, wie hilflos wir Menschen sind. Die Naturwissenschaft kann uns zeigen, wie wir wie die Tiere oft rein bioneurologisch Mechanismen unterliegen, die wir kaum steuern können. Alle Ängste, die wir haben, sind die genau dieselben, die die Säugetiere höher entwickelt auch in ihren Köpfen haben. Das Schmerzempfinden ist das Gleiche. Die Steuermechanismen sind die gleichen. Mit anderen Worten, der gesamte Gefühlshaushalt wäre in unserer Seele nicht ohne die 200 Millionen Jahre der Säugetierevolution, ein ungeheurer Zeitraum. Wer das nicht berücksichtigt, kann den Menschen nicht gerecht werden. Er tut so wie die kirchliche Moraltheologie, der Mensch ist frei, hier sind die Gebote und wenn er die übertritt, steht da die Höllenstrafe drauf. Oder das Strafrecht des Staates paukt dazwischen. Wann gehen wir eigentlich den Erkenntnissen mal nach, die wir hätten längst gewinnen können? Vor 100 Jahren war es die Psychoanalyse, die uns zeigte, dass wir nicht nur hilflos sein können wie die Tiere, sondern wie kleine Kinder auf der Suche nach einem Gegenüber, dem wir uns anvertrauen können. Und wir werden alles, was damals nicht erledigt wurde, in Kindertagen versuchen nachzuholen. Die Psychotherapie versucht das. In jeder wirklichen Liebesbeziehung ist es fast die Pflicht, darauf einzugehen, aber es ist wie ein Glücksspiel. Wer denn hat das Vermögen, die Dinge zu durchschauen, mit seiner Persönlichkeitsreifung selber zu beantworten? Man muss wirklich viel Glück haben, um in dieser Welt glücklich zu werden. Und umso notwendiger wird jetzt eine Religion, die statt zu strafen, zu verurteilen, sich bemüht zu verstehen. Dann hätten wir den Anknüpfungspunkt an die Sache des Mannes aus Nazareth. Und das würde ich der Kirche wünschen. Das ist wirklich nicht mehr Mitschwimmen mit den Naturwissenschaften, dass wir endlich sie so ernst zu nehmen, dass eine ordentliche Seelsorge daraus wird. Herr Drewermann, Sie haben dementiert die Frage von Frau Döhle aus Köln, warum bietet sich die Amtskirche an die Naturwissenschaften an? Das haben Sie gerade dargelegt. Fest steht aber auch, dass sie nicht ganz ignoriert, denn soweit ich informiert bin, ist Wolf Singer, der Chef des Max-Planck-Instituts in Frankfurt zur Neurologie, vom vormaligen Papst in eine Kommission berufen und er berät nun den Heiligen Stuhl. Also soweit sind die nicht entfernt voneinander, oder? Ja, absolut. Sie können beraten und haben taube Ohren vor sich. Ich gebe schnell mal ein Beispiel, wie das unter Johannes Paul II. Zuging. Die hatten damals Stephen Hawking eingeladen. Das beschreibt er selber. Er sei geboren auf dem gleichen Tag von Galilei und hielt einen Vortrag über die Entstehung des Kosmos. Und seine Heiligkeit begrüßte die Astronomen in dem Wissen, das ihm als Theologen zukommt. Sie sollten reden über alles Mögliche, wie das Weltall sich entfaltet hat, entsprechend den Planungen Gottes, aber nicht, wie es entstanden ist, denn das läge in den Händen Gottes. Das war genau das Thema, das Stephen Hawking vor sich hatte. Quantenphysikalische Erklärungsmöglichkeiten über die Entstehung des Kosmos. Er schreibt ein bisschen ironisch, er sei schnell abgereist, um nicht das Schicksal von Galilei zum zweiten Mal zu erleben. Es herrscht kein wirklich offenes Gespräch, sondern Sie haben im Raum des Vatikans Ideologen,
die natürlich sich die Stichworte geben lassen, auf die sie antworten sollen. Aber das ist ein Versuch, aus einer Burg heraus über den Graben hinweg ins Land eine Brücke zu schlagen, die man jeweils nach Belieben wieder hochzieht, damit die Sturmtruppen der fremden Wissenschaft nicht die Burg erobern können. Das geschieht, damit man ausschwärmen kann von der Burg aus ins Land, um zu fouragieren, um sich Nahrungsmittel zu beschaffen. Mehr nicht. Aus dem nicht weniger heiligen Köln hat uns Werner Deuss geschrieben. Lieber Herr Drewermann, ich verfolge Ihre zweite Sendung. In der Tat, es ist heute die zweite Ausgabe der Redefreiheit und möchte fragen, ob meine, also die Zusammenfassung von Herrn Deuss, der freien Willensproblematik so zu formulieren wäre. Nun kommt's. Zwar sind wir Menschen weitestgehend in unserer freien Willensentscheidung determiniert durch Umwelt, Erziehung, Gene, Hormonwirksamkeit verschiedenster Ausprägung, aber durch die verstandesmäßige Reflexion dieser Tatsachen gewinnen wir die letzte wirkliche kleine Freiheit. Die Erkenntnis über unsere Unfreiheit macht uns frei. Anders mit einem Bonmot formuliert, wer frei leben will, darf nicht an der Leine ziehen. Also keine richtige Frage, aber immerhin eine Frage, ob er die Willensproblematik richtig verstanden hat. Er hat sie richtig verstanden. Wenn man ein bisschen nuanciert, es hat Baruch Spinoza, ein Philosoph, 17. Jahrhundert mal gesagt, wenn die Steine ein Bewusstsein hätten, würden sie glauben, in Freiheit zu fallen. Er hat gemeint, dass uns das Bewusstsein eine Freiheit vorgaukelt, die nicht wirklich existiert. Damit kann man den Standpunkt der heutigen Neurowissenschaft zu unserem Problem einigermaßen gut vorweggenommen nehmen. So verstehe ich Sie aber nicht und auch mich selber nicht. Wir lernen, indem wir wissen, wie die Steine fallen, natürlich über die Naturzusammenhänge, die uns sehr hilfreich sind. Wenn wir erstmal wissen, wie die Steine fallen, können wir Raketen zum Mond schießen. Das sind dieselben Gesetze im Prinzip. Wir können mit dem, was wir wissen, verändernd eingreifen in die Zusammenhänge. Und diesen Mechanismus hat Spinoza nie beschrieben. Entscheidend ist jetzt, dass wir es nicht zu tun haben mit Steinen und der äußeren Notwendigkeit, die uns physikalisch, biologisch, chemisch auf jeder Ebene umgibt, sondern mit Selbsterkenntnis. Die gewinnen wir nicht einfach, indem wir objektivierte Daten aus den Naturwissenschaften übernehmen. Wir haben es zu tun mit einem sehr subjektiven Vorgang, der sich einem anderen gegenüber verdankt. Mit anderen Worten, zur Selbsterkenntnis genügt nicht, dass wir objektiv in der dritten Person beginnen, über uns zu reden, sondern wir brauchen eine andere Person und ein Gespräch zwischen ich und du. Wir müssen uns umgriffen fühlen als Person, damit wir den Mut bekommen, wirklich ehrlich zu uns zu sein. Was die Psychoanalyse immer wieder entdeckt hat, ist ja, dass die Menschen eine Menge aus ihrer Biografie wissen könnten, nur sie haben es verdrängt, weil ihr Ich damals viel zu klein war, weil es Angst hatte, weil die Folgen unabsehbar gewesen wären, wenn man sich zugegeben hätte, was man gefühlt hat, was man gedacht hat, was man gewollt hat. Also weg mit all dem. Es lagert irgendwo, wird aber überhaupt dem Bewusstsein nur zugänglich wieder, wenn man sich der Symbolsprache der Träume öffnet, wenn man Erlaubnisräume zum Nachempfinden der frühkindlichen oder später pubertären Entwicklungsschritte wird. Man braucht ein Gegenüber, das ermutigt durch das ständig zu vermittelnde Gefühl, du darfst jetzt sein, du wirst nicht verurteilt. Bemühe dich einfach mal fließen zu lassen, was für Empfindungen, was für Gedanken, was für Assoziationen, was für Gemütszustände kommen. Wenn du dir die Freiheit nimmst und die Erlaubnis findest, sie fließen zu lassen, dann kann man hören, was die Seele zu sagen hat. Und dann beginnt sich der Organismus unserer Psyche nochmal neu zu organisieren. Das ist Selbsterkenntnis. Es ist alles andere als ein Lesen im Lehrbuch. Es ist eine innere Erfahrung, die sich einem anderen Personalen gegenüber verdankt. So etwas hat Spinoza nicht beschrieben. Er hat Gott im Grunde pantheistisch hinweg erklären mögen. Ich glaube, dass das so nicht geht. Die Psychotherapie zeigt, dass man ohne das Gegenüber einer anderen Person zur Selbsterkenntnis so gut wie außerstande ist. Man bräuchte ein ungewöhnliches Maß an Ehrlichkeit und hätte dann zu tun mit Ängsten, denen man alleine ausgeliefert wäre. Ich habe kaum gefunden, dass jemand den Mut hatte dafür oder auch ein wirkliches Motiv, das zu tun.
selbst wenn er sehr in seinen Problemen eingehüllt war, wenn er dringend unter den Zwangsneurosen, unter den Ängsten, den Phobien, was auch immer zu leiden hatte, den entscheidenden Mut, an sich zu arbeiten, gewinnt man, wenn man einem Menschen begegnet, der einen zutraut, noch viel mehr zu sein, als man bisher im Leben hat kennenlernen dürfen. Sie hören die Redefreiheit im Nordwestradio mit Eugen Drewermann. Unser Thema heute, die Unfreiheit des freien Willens. Sie können uns anrufen, ich sage Ihnen noch einmal die Telefonnummer, 01805 246 624. Sie können uns auch eine E-Mail ins Studio schicken, die Adresse nwr.redefreiheit@radiobremen.de. Es ist 21 Uhr und gleich 45 Minuten. Sie hören die Redefreiheit im Nordwestradio mit Eugen Drewermann. Unser Thema heute, die Unfreiheit des freien Willens. Hörer können anrufen und Fragen an Dr. Drewermann stellen. Das hat jetzt Frau Neujock aus Bremen getan. Ihre Frage bitte. Meine Frage ist, was sagen Sie zu der Theorie und der Zukunftsforschung Menschen Göttern gleich? Halten Sie das für realistisch in der Freiheit des Menschen? Darauf kann ich ein wenig schwer nur antworten, weil mir nicht klar ist, was mit Göttern gemeint ist. Götter sind mythologische Gestalten. Das heißt, wir verabsolutieren bestimmte Kräfte, die in unserer Seele oder in der Natur ringsum liegen. In der Antike war zum Beispiel der Krieg ein Gott, der Mars, oder es war die Liebe ein Gott, die Venus. Es gab ein Gott des Handels, Merkur, und so ging das weiter. Alle möglichen daseinsgestaltenden Kräfte waren Götter. Entscheidend ist jetzt, dass wir diese Kräfte ja in unserer Psyche tragen. Wir sollten nicht werden wie die Götter, wir sollten all das, was wir mal vergöttlicht haben, in unserem Ich integrieren. Das ist übrigens auch der Weg, den der Buddhismus 500 vor Christus schon gegangen ist. Buddha meinte, es gibt nicht die Götter, die Brahmanen verehren, sondern das sind alles Teile in unserer eigenen Seele. Und wenn wir erkennen, was da sich abspielt, brauchen wir nicht mehr draußen irgendwas zu verehren, das uns in Widersprüche bringt. Glauben wir jetzt an die Liebe oder an den Krieg oder an das Geld? Wer sind wir selber? Das ist eine viel interessantere Frage. Da stimme ich Ihnen in allen Punkten zu. Das ist ein Buchtitel von Wells, Menschen, Göttern gleich. Es geht darum, dass hier das dritte Jahrtausend als das Zeitalter der sozialen Angleichung gesehen wird und dass wir auf Augenhöhe uns alle wieder treffen werden und einer Sache dienen und nicht mehr den Blick nach unten richten oder nach oben, sondern auf einer Ebene uns wiederfinden könnten. Wenn Sie damit meinen, dass wir irgendwann mal begreifen, dass wir überall auf Erden Menschen sind. Das noch mit Antwort auch an das, was Herr Bayer eben fragte. Wir mal begreifen, dass es nicht einmal genügt zu sagen, wir sind Amerikaner. Ich höre Barack Obama jetzt sagen, Flüge der CIA in Terrorlager. That is not who we are. Ein wunderbarer Satz. Das sind nicht wir, die das da machen. Wahre Amerikaner tun sowas gar nicht. Aber wenn wir Angst haben, tun wir sehr vieles. Und wie gewinnen wir die Freiheit, auch zum Beispiel sozialpsychologisch, kulturpolitisch, militärisch, andere Wege zu finden, als auf Gewalt mit Gewalt zu antworten? Da wäre es wunderbar, wir würden uns daran erinnern, dass nicht einmal die Antwort, wir sind Amerikaner, genügt. Wir sind als erstes Menschen. Und natürlich, das ist allerdings im Neuen Testament die Basis von allem. Wenn Jesus sprach davon, dass Gott herrschen sollte, das Königtum Gottes wollte er verkünden, dann sollte das gelten unterschiedslos, ob das Samariter sind, ob das Juden sind, ob das Römer, Griechen, wer auch immer ist. Natürlich. Sondern so weit wie der Himmel ist, sollten wir zusammenfinden. Wenn wir das tun, wären wir dem, was Gott wollte, im Sinn des Neuen Testamentes sehr, sehr nah. Nur würde ich das nicht mythologisch ausdrücken. Wir würden im Gegenteil dabei lernen, sehr bescheiden zu werden. Zu lernen, uns einzufühlen in die Armut anderer. Wir hätten nicht plötzlich ein Herrschaftswissen, das uns die Brust schwillt dabei und natürlich wir wie aufgeblasene Bäuche über die Welt rollen. Ganz im Gegenteil. Wir würden demütiger werden, bescheidener werden, rücksichtsvoller werden, einfühlender werden. Das wäre wunderbar. Ja. Vielen Dank, Frau. Ja, bitte, Sie fragen Sie ruhig noch nach. Ich danke Ihnen auch. Dankeschön. Vielen Dank Ihnen, Frau Neujock aus Bremen.
Herr Losner, Albert Losner aus Bad Zwischenahn, hat uns eine E-Mail ins Studio geschickt. Herr Drewermann, Sie, damit meinte Sie, reden immer davon, dass nur die Religion eine mögliche Alternative dazu sein kann, wenn man nach den Maßstäben in der Freiheit sucht. Seine Frage, geht es nicht auch mit aufgeklärter Philosophie? Es ist eine Menge zu tun in Fragen aufgeklärter Philosophie. Und ich bin überzeugt, dass speziell die Neurologie eine Menge von dem fortsetzt, was vor rund 200 Jahren in der sogenannten Aufklärung begonnen hat. Immer noch haben wir zum Beispiel eine Religion, in der bestimmte Phänomene im Gehirn vergegenständlicht werden. Visionen beispielsweise, Auditionen lassen sich erklären heute neurologisch. Meditationserfahrungen, die dann in transzendente Zusammenhänge hinein metaphysiziert werden, lassen sich erklären neurologisch. Drogeninduzierte Bewusstseinszustände, die man immer mit göttlichen Einflüssen identifiziert hat, werden auf diese Weise interpretiert. Mit einem Wort, das tut die Neurologie wirklich, sie zieht der Religion jede Vergegenständlichung des Göttlichen weg. Und das sollte sie, die Theologie selber, sehr begrüßen. Gott ist kein Gegenstand, er ist nicht irgendein Teil unseres Gehirns, ist überhaupt kein Teil der ganzen Welt. Die Frage ist jetzt, was machen wir mit unserer Freiheit, die gerade darin besteht, dass wir aus all den Naturzusammenhängen heraustreten und noch einmal Neustellung nehmen sollen. Ich glaube, dass die erste Erfahrung für einen Menschen, der das wirklich mal erlebt hat, sehr nachvollziehbar ist, wenn ich sage, reflektiert wird diese Form der Freiheitserfahrung mit Angst. Plötzlich weiß ich nicht mehr, was ich tun soll. Plötzlich stehe ich vor einer Herausforderung, aus der es aus der Tradition keine Lösung gibt. Letzten Montag etwa war zu sehen auf ARD der Film der Sophie Scholl, Die weiße Rose. Was ist zu tun? Wir haben eine Situation, in der die Gesellschaft überführt ist, dass sie ein Verbrechen für ganz normal hält. Die Ausrottung der Juden, der Zweite Weltkrieg läuft, die Gleichschaltung der Menschen unter dem Terror der Nazis. Furchtbare Dinge passieren. Wie antwortet man als Individuum darauf? Es macht schon Angst, die Gestapo auf sich zu lenken. Man weiß, was einem blüht, wenn man in deren Hände gerät. Man hat keine fertige Antwort. So etwas hat es eigentlich noch nie gegeben. Es gibt die Erinnerung an eine Humanität, die in der Bibel mal beschworen wurde. Sophie Scholl ist christlich erzogen worden, gewiss, aber was bedeutet das, wenn selbst die Kirchen zum Zweiten Weltkrieg sehr bejahend reden, ein Kreuzzug für Christus? Plötzlich steht man ganz allein mit seiner persönlichen Freiheit. Und man erlebt, dass man alles in die Waagschale werfen muss, seine ganze Existenz. Man wird dabei scheitern, man wird wahrscheinlich keinen Erfolg haben, weil die stärker sind einstweilen. Was aus ihnen wird, wird man gar nicht mehr miterleben, weil sie einen vorher physisch abgeschafft haben. In diesen Raum hinein, behaupte ich, ist die Religion unverzichtbar, weil sie das Individuum stärkt, alles auf eine Karte zu setzen. Ich drücke mich jetzt religiös aus, wie es Sophie Scholl getan hat. Herr, ich kann dir nur mein Herz hinhalten. Das ist's. Am Telefon ist Herr Rowitzki. Ich glaube, Herr Rowitzki, Sie rufen aus Bremen an. Ihre Frage an Dr. Drewermann, bitte. Ja, guten Abend ins Studio. Guten Abend. Meine Frage ist, wenn der Mensch determiniert ist, wie sind dann die Lehren Murphys zu verstehen und sind sie überhaupt anwendbar? Müssten wir den Hörerinnen und Hörern erklären, ein Stück Murphy ist identisch mit positivem Denken. Ich gebe mal ein kleines Beispiel, wie das aussehen kann. Vor einer Weile, als noch in den sogenannten Service Points, die es gar nicht gab, Leute in dicken Büchern nachgucken mussten, wie die Züge fahren, stand in der Warteschlange eine Frau und ließ sich einen Zug nach dem anderen sagen. Der Mann war sehr freundlich, er suchte hier alle Züge raus, die im Nahverkehr aufzutreiben waren, bis dass er irgendwann das Buch zumachte und sagte, Frau Sowieso, positiv denken. Sie müssen sich mal entscheiden für einen Zug, der für Sie in Frage kommt. Das hatte sofort eine beruhigende Wirkung. Die Frau war bis dahin nur in Angst gewesen. Sie hatte überhaupt nicht zugehört. Sie wollte eine Verwandte besuchen, aber die Verwandte war krank, erfuhr ich. Es ging den Auskunftsbeamten eigentlich gar nichts an, der sollte ja nur den Zug suchen. Aber sie erzählte ihr ganzes Leben. Sie war dabei, zu begründen, warum die Fahrt so wichtig war.
und indem er sagte, jetzt mal positiv denken. Wir glauben mal, dass für Sie ein Zug in Frage kommt. Wir wollen doch nur wissen, welcher. Sie kommen ganz bestimmt an. War die Angst ein Stück beruhigt? So etwas funktioniert ja. Determiniert sind wir, solange wir Angst haben. Aber nun gibt es ein Gegenüber, das die Angst beruhigt, in diesem Falle mit Murphys positivem Denken. Und dann zeigt sich, dass es nicht egal ist, wie wir über unsere Lage denken. Wir können mit Tieren Placebo-Effekte erzeugen. Für die psychosomatische Medizin zum Beispiel war das vor 30 Jahren, als Aida und Cohn mit Tieren experimentierten, Assoziationsexperimenten, bei denen man Medikamente in bestimmter Färbung ihnen abreichte, sehr wichtig, dass die Tiere glaubten, sie bekämen einen bestimmten Stoff. Die Farbe sah ja genauso aus bei dem Zeug, das sie zu fressen bekamen, dass man das Medikament vertauscht hatte und eigentlich gar nichts Wirksames, ein reines Placebo ihnen gab, wussten die Tiere nicht, aber sie glaubten etwas Bestimmtes und das wirkte in ihrem Organismus derart, dass es krebsverhindernd war. Ein spektakuläres Ergebnis ungefähr vor 30 Jahren schon. Mit einem Wort, schon im Gehirn der Tiere ist es nicht egal, was sie von sich denken oder glauben. Und Murphy ist da nicht gerade die große Lösung, aber ein Teil in der Korrektur, was wir an Vorurteilen und vor allem an Gefühlsmechanismen für unseren Entwurf für die nächste Zukunft mal gelernt haben. Wer ständig mit der Erwartung rumläuft, dass es schief geht, der wird wahrscheinlich Aktionen tätigen, die auch schief gehen. Das Umgekehrte ist nicht ohne weiteres, du musst an dich glauben. Murphy ist ja auch Amerikaner. Junge, du schaffst es, du musst dich anstrengen, du musst dich zusammennehmen. Wenn das in diese Richtung kommt, du bist deines Glückes Schmied, du darfst kein Versager werden, dann hat Murphy ganz sicher seine Grenzen. Was ich möchte, ist eine milde Art der Psychotherapie, indem wir freilich lernen, von Negativismen über uns selber Abschied zu nehmen. Und dabei kann bei mechanisierten Ängsten auch eine Mechanisierung des positiven Denkens manchmal hilfreich sein. Ich hoffe, Herr Rubitzky, Ihre Frage ist erschöpfend beantwortet. Sie können uns weiter, meine Damen und Herren, anrufen, hier in der Redefreiheit im Nordwestradio mit Eugen Drewermann zum Thema Die Unfreiheit des freien Willens, die Nummer 01805-246-624, 01805-246-624, oder Sie können uns, was viele ja heute Abend auch schon getan haben, eine E-Mail schicken unter nbr.redefreiheit@radiobremen.de. Sie hören die Redefreiheit im Nordwestradio mit Eugen Drewermann zum Thema Die Unfreiheit des freien Willens. Bettina Arndt aus Habstedt im Landkreis Oldenburg hat uns angerufen und ihre Frage den Kollegen in der Regie diktiert. Herr Drewermann, ist der freie Wille überhaupt ein positiver Wert an sich? Auch der Mord an den Juden geschah aus freiem Willen, wenn man so will. Nicht nur bei den Nazis, auch schon zuvor. Ist es nicht manchmal besser, wenn solcher Wille gebändigt wird? Ich bin nicht sicher, ob Sie mit der Ausgangsvermutung recht haben. Richtig ist, wenn ein furchtbares Verbrechen begangen wird, neigen wir dazu, den anderen, der das getan hat, dafür verantwortlich zu machen. Und das kann ja nur funktionieren, wenn wir an seine Freiheit appellieren. Er ist schuld mit einem Wort, dass er das getan hat. Adolf Hitler beispielsweise oder Eichmann oder wer auch immer. Wir unterstellen, dass sie frei sind und deshalb das Furchtbare tun konnten. Diese Argumentation herrscht im theologischen Raum bis heute. Dass Gott uns die Freiheit gegeben hat, bedeutet, dass er auch das Böse, das wir dann tun können, mit in Kauf nehmen musste. Ihm war die Freiheit ein so hohes Gut, dass er selbst die schlimmen Taten der menschlichen Geschichte in gewissem Sinne hinnehmen musste. Ich glaube, dass das keine korrekte Betrachtung ist. Wenn wir wirklich schauen, warum Menschen Verbrechen begehen, werden wir in aller Regel feststellen, dass da starke Emotionen und Affekte am Werke sind. Festlegungen von Triebdynamismen schon in der frühen Kindheit. Wenn Sie auf große Phänomene wie den Nationalsozialismus zu sprechen kommen, haben wir es hier auch nicht nur mit einer Individualgeschichte zu tun. Wir haben nicht Hitler allein, der das ganze deutsche Volk, 60 Millionen, wie ein Rattenfänger nach seiner Schalmei hinter sich herführt. Wir haben es mit sozialpsychologischen Mechanismen zu tun. Wir haben jemanden, der artikuliert, was Millionen fühlen am Ende des Ersten Weltkriegs, in den Zeiten der Wirtschaftsrezession.
in den Projektionen, die man entlang der sozialen Pyramide auf die untersten Ebenen verteilt. Jemand muss jetzt wieder schuld sein am verlorenen Ersten Weltkrieg, dafür macht man namhaft jetzt die Juden. All das ist verlogen und stimmt nicht, aber jede Gesellschaft würde in vergleichbaren Situationen solchen Reaktionsweisen unterliegen. Mit einem Wort, um zu verstehen, warum das Schlimmste auf Erden geschieht, würde ich in aller Regel überhaupt nicht an die Freiheit appellieren mögen, sondern ganz im Gegenteil, an Mechanismen, die wir auf vielen Ebenen der Wirklichkeit begreifen können. Und erst wenn wir das tun, würden wir imstande sein, manches von dem, was läuft, zu verhindern. Nicht mal da bin ich ganz sicher. Wir sehen zum Beispiel, wie nach 9/11 2001 wir eine Politik haben, die die ganze Welt in einen Krieg gegen das Böse gefangen nimmt. Wir morden Menschen, quälen Menschen scheinbar, um das Böse auszurotten. Und es scheint uns eine andere Alternative gar nicht gegenwärtig, weil wir das Gute verkörpern. Wir führen Kriege in Afghanistan, im Irak, wo eigentlich nicht inzwischen. Es wäre ja möglich, wir würden mal zuschauen, warum bestimmte Verbrechen begangen werden. Und wenn wir das verstehen, könnten wir ganz anders darauf eingehen. Der Dalai Lama hat zum Zusammenbruch der Twin Towers gemeint, dies sei eine große Chance für die Nicht-Gewalttätigkeit. Dieser Buddhist meinte, dass es natürlich Gut und Böse gibt. Aber beides hat seine Ursachen. Und erst wenn wir die verstehen, können wir langsam den Korridor freimachen, indem wir das, was wir für gut erkennen, auch wirklich zu tun vermögen. Die ganzen Widerstände, unsere Ängste, unsere Hilflosigkeiten, unsere Hassgefühle, unsere Revanchegedanken, unsere Minderwertigkeitskomplexe, unsere Projektionen, den ganzen Spuk, der im Nationalsozialismus zum Beispiel gegenwärtig war, müssten wir auf all den Ebenen, individuell, kollektiv, sozial, durcharbeiten. Dann hätten wir am Ende die Freiheit, von der Sie eingangs sprachen. Es ist eigentlich genau umgekehrt. Wenn wir sagen, die waren frei und haben das getan, reden wir uns selber aus der Verantwortung, denn wir haben es mitgetan. Und viel ärger, wir unterliegen im Jahr 2008 in aller Regel den gleichen Mechanismen. Wir klagen die damals an vor 60 Jahren und merken gar nicht, dass wir in denselben Mechanismen drinstecken. Statt Selbsterkenntnis haben wir am Ende eine Gedenkfeier für die Opfer des Nationalsozialismus und begreifen nicht, dass wir dieselben Aktionen schon wieder dabei sind aufzuführen. Herr Mehring aus Bremen hat uns angerufen. Ihre Frage bitte an Herrn Drewermann. Ja, schönen guten Abend, Herr Dr. Drewermann. Erstmal eine persönliche Anmerkung. Sie lehren ja an der Universität Paderborn. Ich bin Doktorand dort aus Bremer, beende gerade meine Promotion. Und ich bin stolz darauf, dass Sie mit der gleichen Uni zu tun haben. Das ist nicht ganz korrekt. Also Ihren Stolz will ich nicht schmälern. Aber okay, ich habe noch nicht mal einen Lehrauftrag. Ich habe nur zur Verfügung gestellt einen Raum. Ich war mal Privatdozent und ich habe viele Hörer, aber das geschieht ganz am Rande der Universität, rein räumlich. Ich bin ja, wie Sie wissen, von allen Lehraufträgen, Kraft, Kirchen und Zentrum. Ich weiß nur, dass sehr viele Kollegen von Ihnen also halt reden und dass es also halt Wellen schlägt. Ich habe dazu zwei Fragen. Einmal geht es mir um die Fähigkeit von Menschen. Sie haben ja die Anknüpfung mit Dr. Rothmorgen auch. Es gibt ja Nichtfähigkeiten von Menschen und auch von Organisationen, dass sie zum Beispiel nicht streiten können oder nicht konfliktfähig sind. Wie würden Sie dieses Konstrukt erklären? Ich habe noch eine zweite Frage. Wie erklären Sie wollen Menschen... Wir die, Herr Mehring, wollen wir dich die der Reihe nach abhaken? Ja, okay, einverstanden. Bleiben okay. Sie einfach dran. Und, ich bleibe dran, okay. Ja, okay. Mangelnde Konfliktfähigkeit hat fast immer zu tun mit Ich-Schwäche oder mangelnder Ich-Stärke. Das heißt, es entsteht ein Widerspruch, es entsteht ein Missverständnis oder man stößt auf eine gewisse emotionale Kühle oder sogar Ablehnung. Dann fühlt man sich persönlich getroffen, narzisstisch gekränkt, in Frage gestellt, reagiert mit eigenen Aggressionen, hört nicht mehr wirklich zu, sondern schlägt zurück. Dann eskaliert natürlich ein Konflikt mitunter aus scheinbar ganz nebensächlichen Ursachen. Man kann die Freiheit auf Konflikte zu antworten eigentlich nur gewinnen, wenn man in sich relativ ruht, wenn man sich nicht sofort bedroht fühlt, wenn man die Freiheit hat, nochmal zuzuhören. Ich sag's jetzt als Theologe sogar mit den Worten der Bergpredigt: Wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, halt ihm die andere auch noch hin. Das heißt, der andere hat mit der linken Hand zugeschlagen, unbewusst.
Er hat dich getroffen und es tat auch weh. Aber wahrscheinlich hat er dich gar nicht gemeint. Er fand, dich muss man verhauen, weil er dich verwechselt hat mit seinem Vater oder seinem Chef oder irgendeinem Saukerl, den er früher kennengelernt hat. Du weißt, dass seine Attacke ins Leere ging. Dir geschah Unrecht, das weißt du. Die Chance zu begreifen, dass es sich so verhält, hat er nur, wenn er eigentlich das Ganze nochmal machen kann. Aber jetzt mit Bewusstsein. Von rechts, indem er darüber nachdenkt, was ihm passiert ist. Die Freiheit hast du nur, wenn du nicht sofort aus den Pantinen kippst, sondern wenn du standhältst. Wenn du das Gefühl, mir geschah Unrecht, wirklich ernst nimmst. Und die Frage nur noch ist, wie merkt denn der andere, dass er überhaupt Unrecht getan hat? Du weißt das. Aber wenn du mit Gewalt dagegen angehst, lernt der andere nur wieder mal, dass Gewalt Recht setzt. Und das ist das Schlimmste, was er jetzt erfahren kann. Du fragst ihn einfach, was ist passiert, warum sind Sie so ärgerlich? Was meinen Sie, verstehe ich Sie richtig, wenn ich denke, Sie wollen dies sagen oder den Ausdruck müssen Sie nochmal erklären. Kurz, Sie laden den anderen ein Gespräch zu führen, bei dem er sich selber zu verstehen vermag, weil er glaubt, dass Sie ihn verstehen möchten. Das ist die beste Umschreibung für Konfliktfähigkeit. Sie basiert aber auf einer relativ stabilen Identität und Ich-Stärke. Wo die nicht ist, können wir Konflikte eigentlich nicht als gelöst herbeireden oder moralisch in Auftrag geben. So, jetzt sind Sie, Herr Mehring, aus Bremen in Paderborn studierend und stolz auf Herrn Dr. Drewermann mit Ihrer zweiten Frage dran. Ja. Die zweite Frage geht in die Richtung, also Richtung Gott, und zwar, wie verhalten Sie sich bei der These, dass Gott, also quasi das Konstrukt oder das Ergebnis menschlichen Denkens und Handelns ist und quasi auch von den Menschen also halt erfunden ist? Was antworten Sie da? Ich drehe die Frage mal um. Die Natur hat keinen Gott und Gott selber braucht keine Religion. Religion und Gott brauchen wir Menschen, weil wir Menschen sind. Die Paläontologen sind sich darüber, die Leute, die herausfinden, wie vor 80.000, 200.000, 2,7 Millionen Jahren die Wege zum Menschsein sind. Knochenforscher, wenn Sie so wollen, haben sich Gedanken gemacht, von wann an wir von Religion sprechen können. Dann wissen wir, dass vor 70.000 Jahren die Neandertaler ihre Toten beigesetzt haben. Sie haben Riten gekannt. Sie haben sich Gedanken gemacht darüber, was mit dem Tod eigentlich sich verbindet für das Leben eines Menschen. Welche Hoffnungen dürfen wir haben, wenn wir unsere Sterblichkeit entdecken? Das alles sind Fragen, die wir bekommen müssen, weil wir Menschen sind. Und die Paläontologen meinen, sobald einem Individuum im Raum der Natur der Tod zu einem wesentlichen Problem wird, beginnt die Religion, weil die ganze Natur auf diese Frage nicht antwortet. Die Natur kann nur sagen, ich habe dich hervorgebracht, blind. Jetzt gibt es dich als eine Zufallsansammlung von Energie und in der Küche der Natur wird das ganz schnell wieder eingekocht, um Neues zu machen. Damit kann ein Mensch, der die Individualität reflektiert, der seine Subjektivität empfindet, niemals einverstanden sein. Wir brauchen eine Lösung, die uns als Individuen umgreift und daraus entsteht die Vorstellung von einem Gott, der selber als eine absolute Person uns gewollt und gemeint hat. Es gibt uns, weil es einen Willen gibt, der uns mag und mochte. Das ist die Basis dafür, an genau das Gegenteil von dem zu glauben, was wir in der ganzen Natur vorfinden. An Liebe, an Güte, an Menschlichkeit, an Verstehen. Um die Menschlichkeit zu begründen, brauchen wir unendlich viel mehr als die Natur, die uns ermöglicht hat, aber nie gemeint hat. Das war die Antwort auf die zweite Frage von Herrn Mehring aus Bremen. Am Telefon ist jetzt Herr Werner Jordan. Ich glaube, Herr Werner Jordan, Sie rufen aus der Oberpfalz an. Ganz genau habe ich nicht mitbekommen, aus welchem Ort, aber aus Oberpfalz Neumark. Ist es. Aus Neumark in aus der Neumark. Oberpfalz, ja. Ihre Frage bitte an Herrn Drewermann. Ja, guten Abend, Herr Drewermann. Guten Abend. Herr Drewermann, ich habe eine Frage. Sie reden jetzt von Willen, von freien Willen. Bei mir ist es so, dass ich das Problem habe, überhaupt mit dem Wort Willen, dass ich ein relativ willensschwacher Mensch bin, viele Dinge in meinem Leben vorhabe, aber mir fehlt der Wille leider des Umsetzens. Ich muss dazu sagen, ich bin schizophrener Psychotiker und ich weiß, dass das von Haus auf eine Schwierigkeit ist, dass man inaktiv ist, dass man sich hart tut, Dinge
zu ändern, aber ich stelle jetzt mal die Frage an Sie, ob Sie vielleicht Möglichkeiten hätten, die mir weiterhelfen könnten. Ich hole erst einmal tief Luft, weil ich mir vorstelle, was Sie durchgemacht haben und wie Sie sich fühlen. Da gibt es aller Wahrscheinlichkeit nach seit Jahren Ärzte, die Sie durch die Psychiatrie schleusen, die Sie mit Medikamenten versorgen. Allein die Medikamente werden ganze Teile Ihres Erlebnisraums einfach wegfiltern. Der Wille ist in diesem Punkt kaum gegenwärtig, sondern Sie laufen wie fremdgesteuert durch die Welt, erleben die Gefühle ganz schwach, wenn überhaupt. Und das alles soll nötig sein, um bestimmte Ängste, um bestimmte Albträume abzuflachen. So wirkt das alles. Wenn die Psychiatrie funktioniert hat, wenn also die schizophrenen Schübe nachgelassen haben, müsste die Arbeit beginnen, die hoffentlich auch eingesetzt hat. Vernünftige Psychotherapeuten, Seelsorger, Begleiter an ihrer Seite. Die fragen, wie es mit ihnen jetzt weitergeht. Was passiert, wenn sich Gefühle wieder regen? Zum Beispiel diejenigen, von denen Sie jetzt sprechen. Ich fühle mich oft so hilflos. Darin liegt doch die Aufforderung, hilf mir doch oder bleib bei mir oder interessier dich für meine Angst oder ich möchte einfach reden. Sie rufen heute Abend aus der Oberpfalz an nach Bremen, um endlich mit jemandem zu reden. Und ich vermute, dass es in Neumark oder in Amberg oder in Nürnberg irgendwo in der Oberpfalz oder am Rande der Oberpfalz Menschen gibt, mit denen sich so reden lässt. Und das müsste ganz oft geschehen. Auch, dass sie in deren Augen, in deren Spiegel sich selber nochmal wiederfinden. Als jemand, den man mögen kann, schon für all das, was er durchgemacht hat. Den man verstehen möchte für die Ängste, die ja nicht nur ein neurobiologisches Geschehen sind, sondern für ihre ganze Persönlichkeit ein Riesenproblem. Und dann glaube ich, dass mit wachsendem Selbstvertrauen auch so etwas wieder erwacht, wie die Zuversicht, ich kann doch etwas tun. Ich habe überhaupt ein Recht auf meinen eigenen Willen. Ich darf mal etwas wünschen. Ich darf sogar ein bisschen Energie da reinsetzen. Bestimmte Dinge möchte ich wirklich. Dagegen stehen sofort Einwände, was man alles nicht darf, seit Kindertagen vielleicht nicht gedurft hat. Viele Menschen sind groß geworden in einem Elternhaus, in dem einfach das Geld nicht zur Verfügung war oder die Eltern die Zeit nicht hatten oder in dem alles beengt war. Die Eltern waren nervlich sozial selber viel zu belastet, als dass sie noch auf Wünsche hätten hören können. Ich wünsche sehr, dass plötzlich jemand da wäre, der sagt, mich interessieren deine Wünsche. Was möchtest du? Was sind deine Träume? Erzähl mir, was heute Nacht vor deinem Auge passiert ist. Was sind Bücher, die dich interessieren? Was sind Themen, die dich beschäftigen? Und je mehr darauf eingegangen wird, wird auch ihre Persönlichkeit stärker werden. Das wünsche ich sehr. Daraus geht noch nicht die Wirklichkeit hervor, aber dass sie das tun, was sie ganz sicher wünschen, nämlich mit Menschen reden. Lieber Mann, Sie dürfen es nicht glauben, ich lebe hier isoliert in der Oberpfalz und habe keine Kontakte zu Menschen. Ich helfe selber anderen Menschen wieder, die in Not geraten sind. Ich bin verheiratet, ich habe eine Krankenschwester als Frau, mit der ich sehr viel rede, die mit mir sehr viel redet über ihre Probleme. Das ist nicht so das Thema, dass ich jetzt keine Möglichkeit habe, mich auszutauschen und ich nicht schon Therapie gemacht habe. Das Problem liegt einfach woanders, dass ich Dinge erkannt habe, die ich ändern will in meinem Leben. Nur ich habe kein Mittel dafür, dass ich die Dinge umsetze. Sie wissen ja wahrscheinlich, Herr Drebermann, wenn Sie von Neurologie eine Ahnung haben, dass diese Psychose eine inaktive Sache ist für einen Menschen. Und ich versuche einfach einen Weg rauszufinden, wie ich Dinge umsetzen kann in die Praxis, Dinge, die ich mir, wie zum Beispiel, dass ich mit dem Rauchen aufhöre, Gewichtsreduzierung und so weiter und so fort. Das sind nur einige wenige Dinge, mehr Sport, wie ich das alles auf Dauer kontinuierlich umsetze. Da Hilfestellungen, die kann mir kein Neurologe geben. Ich habe bisher noch keine Möglichkeit gefunden, wie ich das doch in einem gewissen Zeitabschnitt realisieren kann. Wissen Sie, es sind immer ein Schritt nach vorne, dann wieder ein Schritt zurück und das ist mein Problem. Ja. Also viele schon gewonnen, das
Sie sich selber ja sagen, ich kann mit dem Willen auf Seelenzustände, die bis in die Psychose gehen, keinen Einfluss nehmen. Das ist wirklich nicht möglich. Das ist so viel, wie wenn Sie mitten im Orkan ein Segelschiff steuern wollten. Das spült Sie hin und her und da sind Sie ohnmächtig. Aber jetzt sagen Sie sich, es gibt Zustände bei mir, die möchte ich steuern und normalerweise können Menschen die auch steuern, wie viel ich rauche, wie viel ich esse. Wir müssten jetzt ein Stückchen tiefer gehen. Wovon Sie sprechen, sind im Grunde Probleme, die man als Suchtphänomene beschreiben könnte. Da geht es ständig darum, etwas mit dem Munde aufzunehmen. Und man müsste jetzt nicht psychoanalytisch denken, um nicht blind sagen zu können, da ist eine Riesensehnsucht nach Liebe, die sehr früh eingesetzt haben wird. Wo finde ich jemand, der mich ganz und gar umfängt? Ob Sie die Frage, wer hat mich wirklich lieb, immer noch beantworten müssen, indem Sie mit Übergewicht antworten, ist die Frage. Ich erzähle einfach mal auch für unsere Hörerinnen und Hörer so ein Beispiel, wie Adipositas-Probleme, Übergewichtigkeit entstehen kann. Eine Frau erzählte mir vor vielen Jahren, sie ist groß geworden, weil ihre Mutter, nachdem der ganze Tag hinging mit Arbeit auf dem Felde, sie abends zu essen mitbrachte und die Vierjährige hatte dann die Pflicht der Mutter, den Gefallen zu tun, glücklich zu sein über das Essen. Sie konnte nicht sagen, Mutter, ich war den ganzen Nachmittag allein und jetzt kommst du erst, es ist so spät. Sie hatte überhaupt kein Recht, der Mutter irgendeinen Wunsch zu sagen. Sie war ein zufriedenes, glückliches Kind und mit den Nahrungsmitteln wurde ihr der Mund gestopft. Die Mutter meinte es nur gut. Sie hat das Beste getan, was sie konnte. Das Mädchen sollte keine Lungenentzündung kriegen. Und sie hat doch ihre Pflicht getan, die Mutter. Mehr konnte sie überhaupt nicht. Das hat das Kind verstanden. Es war erst 4 Jahre alt, aber es musste Verständnis haben für die Mutter, die eigentlich gar kein Verständnis für die Not des Kindes haben durfte. Und das ging so weiter. Kurz gesagt, ich war der Mülleimer meiner Mutter, sagte die Frau heute. Meine Mutter war glücklich, wenn ich schön tüchtig aß, den Teller leer. Und das war die Art, wie mir die Liebe angeboten wurde. Mit einem Wort, das Essen war der Ersatz für die fehlende Liebe. Und dann kann man gar nicht genug essen. Denn das Essen selber ist noch keine Liebe. Man nimmt es wirklich als Ersatz. Das Rauchen kann genauso wirken. Für viele ist das nur mal die Erlaubnis, 5 Minuten in Ruhe wo zu sitzen und nicht sofort rumgescheucht zu werden. Man braucht ein Alibi. Oder man muss etwas inhalieren, um ein Stückchen Macht im Raume zu verbreiten. Mit einem Wort, ich wünschte sehr, Sie kämen in Kontakt mit Leuten, die sich für diese gefühlsmäßigen Hintergründe interessieren und die auch mal durchgehen in ihrer Biografie. Das ist viel wichtiger, als dass Sie jetzt eine Schlankheitskur anfangen oder, weiß ich, Backpflaumen essen, um eine Zigarette zu vermeiden. Erst wenn Sie begreifen, warum das so ist, werden Sie auch das Instrument gewinnen, um bestimmte Verhaltensweisen nochmal zu korrigieren, auch ein wirkliches Motiv dafür finden. Das war die Antwort von Eugen Drewermann auf die Frage von Herrn Werner Jordan aus der Oberpfalz. Unser Thema sind eigentlich weniger Suchterkrankungen und was man dagegen tun kann, sondern die Unfreiheit des freien Willens. Sie können uns weiterhin hier in Bremen im Studio des Nordwestradios anrufen unter 01805 246 624 oder uns eine E-Mail schicken hier direkt ins Studio unter nwr.redefreiheit@radiobremen.de. Sie hören die Redefreiheit im Nordwestradio. Hörer fragen, Dr. Drewermann antwortet. Unser Thema heute, die Unfreiheit des freien Willens. Frau Köster aus Bremerhaven hat uns angerufen. Frau Köster, Ihre Frage bitte an Herrn Drewermann. Ja, ich hoffe, dass es jetzt klar wird. Also mir geht es um die Freiheit des Willens. Ich war im letzten Jahr in der Situation, dass ich mich zwischen zweien entscheiden sollte. Und ich habe ganz oft die Frage bekommen, was willst du eigentlich? Und ich habe das nicht beantworten können. Ich habe immer wieder überlegt oder versucht zu fühlen, wo ist mein eigener Wille? Oder ja, was meine Frage ist, wie wird der eigene Wille eigentlich begreifbar? Wie fühlt man das? Wie hört man das? Ich habe mich ganz doll zurückgezogen, mich alleine hingesetzt, stundenlang geschwiegen, meditiert. Ich habe es nicht rausgekriegt. Es gibt eine äußere Erklärung, die schon ins Mittelalter zurückgeht, die Geschichte von Buridans Esel.
Man hatte den Esel vor zwei Heuhaufen gestellt, die gleich groß waren und in gleicher Entfernung, so dass es egal war. Es gab keinen Unterschied, weswegen der Esel nach rechts oder links zu einem der Heuhaufen hätte gehen sollen. Und die Geschichte war, er verhungerte zwischen den beiden Heuhaufen, weil er sich nicht entscheiden konnte. In solchen Situationen kann man auch einen Schachcomputer bringen. Es gibt Züge, die alle gleichwertig beurteilt werden. Dann hat man einen Zufallsgenerator eingebaut. Er muss irgendetwas jetzt machen. Es kann ja nicht falsch sein, weil sowieso alles als gleichwertig gut oder schlecht bewertet wurde. Man müsste sich einfach durchringen, etwas zu tun, auf Risiko hin. Und ich vermute jetzt mal, dass so etwas bei Ihnen eine Rolle gespielt hat. Es wird eine Menge von Überlegungen gegeben haben. Aber vor jeder Entscheidung wird irgendein Warnsignal gestanden haben. Tu das nicht, weil es Folgen hat, die sind unabsehbar. Und da wäre es natürlich gut, Sie hätten einen Gesprächspartner gefunden, der das Ganze nochmal mit Ihnen aus dem ganzen Erfahrungsraum interpretiert. Warum wünschen Sie das eine und das andere? Und wo läge ein wirklicher Vorzug? Wie könnte man die Folgen einer Entscheidung kalkulieren? Abstrakt gesagt, wenn Sie mit sich selber mehr in Einklang sind, Ihre Gefühle also mehr als Ihnen selber zugehörig fühlen, hört auch die Zersplitterung auf. Dann ist es eindeutig, ich möchte jetzt diesen Mann und den anderen eben nicht mehr oder ich möchte diesen Beruf und nicht mehr, was ich bisher gemacht habe. Oder ich ändere den Wohnraum oder was immer an relevanten Entscheidungen stattfindet. Man müsste das Warnsignal, das dahinter steht, die Angst, die sich meldet vor vermuteten Konsequenzen, ein Stück abbauen. Und ich vermute jetzt sogar, dass so etwas stattgefunden haben wird, viele Jahrzehnte früher schon. In Kindertagen kann man das lernen. Man mochte etwas, aber man hat beigebracht gekriegt, das darfst du so lange nicht als Vati oder Mutti es nicht erlauben. Es ist so lange nicht richtig, als bis es bestätigt wird von den autoritären Instanzen. Und jetzt haben sie so eine autoritäre Instanz überhaupt nicht mehr. Müssten plötzlich für sich selber gerade stehen. Und ich vermute, dass diese Angst eine Hauptrolle spielt. Man bräuchte jetzt jemanden, der sagt, Frau Sowieso, Sie kennen sich besser als jeder andere. Sie denken über sich nach, schweigend oder sprechend, 24 Stunden am Tag. Wenn irgendjemand eine Kompetenz hat, die in Ihrem Urteil eine Entscheidung zu fällen, sind Sie das. Und für die Folgen, die das Ganze hat, bei Lichte betrachtet, können wir aufkommen. Sie werden nicht Dinge tun, vor allem nicht nach langer Überlegung, die einfach irreal, fantastisch oder idiotisch sind, sondern es wird irgendwie in die Wirklichkeit passen. Und dann gar müssen, nichts zu ja. tun? Bitte? Gar nichts zu tun? Kann auch eine richtige Entscheidung sein, wenn Sie sich sagen, ich schaffe mir einen Raum, in dem ich die Stille genieße, in dem ich Zurückgezogenheit liebe, in dem ich Meditation pflege. Es gab eine ganze Religion, 3. Jahrhundert vor Christus, der Taoismus, der predigte die Kunst des Nichthandelns als Weisheit. Und ich glaube, es ist sehr viel zu sagen. Die meisten Probleme lösen wir nicht dadurch, dass wir was machen, sondern dass wir gar nichts machen. Einfach nur präsent sind. Die meisten Eltern tun sich in der Erziehung sehr schwer, weil sie dauernd glauben, neue Projekte anstoßen zu müssen. Das Kind muss sich ja entwickeln, es muss Anreize, Förderungen erleben. Meist genügt es, wenn die Mutter im Raum ist und sich ruhig verhält, also nicht durch eigene Hektik Aggressionen produziert. Dasein ist oft viel mehr als Machen. Wenn Sie das meinen, haben Sie eine wunderbare Entscheidung getroffen, indem Sie noch sagten, Sie hätten gar keine treffen können. Vielleicht war es das. Okay, danke schön. Vielen Dank, Frau Köster, für Ihren Anruf aus Bremerhaven. Wir haben eine E-Mail bekommen, Herr Drebermann. Vera Graf hat uns geschrieben. Ich kann der E-Mail nicht entnehmen, von wo aus sie diese Mail geschrieben hat. Sie möchte jedenfalls, Frau Graf also, möchte zum Beginn unserer Sendung zurückkommen. Sie erinnern sich, da sprachen wir schon mal über Strafe und Strafmündigkeit im Zusammenhang mit dem freien Willen. Und die Frage von Frau Graf, welche Konsequenzen hat Ihrer Meinung nach die Thematik Strafen, Bestrafen im Bereich der Erziehung in der Familie, aber auch in der Schule, unter dem Aspekt natürlich, den wir heute Abend hier diskutieren, nämlich dem
des freien Willens, von dem die Hirnforscher sagen, den gäbe es so gar nicht. Wenn die Hirnforscher recht hätten, gibt es zumindest kein gerechtes Urteil, das Strafen verfügt, aus Gründen des Schuldspruchs. Wenn das schon feststeht, ist klar, dass das, was wir bisher Strafen genannt haben, nicht mehr funktionieren kann. Was ein Kind allerdings braucht, ist, dass Klarheit darüber herrscht, welche Erwartungen die Umgebung an es richtet, welche Normen in Gültigkeit sind, wie es lernt, mit seinen eigenen Angehörigen zurechtzukommen. Dann kann es sein, dass bestimmte Grenzen aufgezeigt werden müssen, indem dem Kind bedeutet wird, dass es jetzt dabei ist, etwas falsch zu machen, zum Beispiel sich die Zuneigung seiner Mutter gerade dabei ist, zu verscherzen. Und das ist nicht das, was es gewollt hat, auch nicht das, was es wirklich wollen kann. Das Kind lässt es vielleicht gerade auf eine Machtprobe ankommen, aber die ist vollkommen sinnlos, denn das, was es erreichen möchte, geht viel einfacher. So etwas muss ihm aber beigebracht werden. Wenn wir von dem Begriff des Strafens mal absehen, geht es eigentlich darum, bestimmte Normen präsenter und verbindlicher zu machen. Und der wichtigste Punkt, um Normen als verbindlich erlebbar zu machen, ist der Gefühlsbereich. Das Kind hat ein wichtiges Motiv, dies und das sein zu lassen, wenn es die Liebe seiner Mutter spürt und vor allem die Chance behält, sie wiederzugewinnen. Es hat etwas getan, das in den Augen der Mutter übel war, das böse war, das wehgetan hat. So sollte man sich nicht verhalten. Das Kind lernt das jetzt und begreift, dass es wirklich etwas falsch gemacht hat. Es möchte die Liebe der Mutter gar nicht verscherzen. Und es erlebt jetzt, dass es eine gute Chance hat, sie wiederzugewinnen durch ein anderes Betragen. Das funktioniert in der Schule ganz genauso. Nur ist das Problem dort, dass wir es nicht mehr mit einem einzelnen Kind zu tun haben, sondern vielleicht mit 25 Kindern. Jetzt entsteht das Problem auf der sozialpsychologischen Ebene. Es müssen bestimmte Normen für allgemein verbindlich gelten. Nicht nur für den Einzelnen, sondern sie sollen das Zusammenleben aller im Klassenverband regeln, und das erfordert neue Rücksichtnahmen. Es geht nicht mehr nur darum, wie ein einzelnes Kind mit seinem Lehrer, seiner Lehrerin zurechtkommt. Es geht jetzt wesentlich darum, dass es sich nach Normen richtet, die für alle verbindlich sind, ohne im Einzelfall einleuchtend zu sein. Es klingelt, und jetzt müssen alle in die Klassenzimmer gehen. Es klingelt wieder, und dann ist die Stunde zu Ende. Oder es wird etwas geschrieben nach dieser Vorschrift. Klein- und Großschrift lernen wir jetzt gerade. Oder das Kleine einmal eins, so rechnet man das. Kurz, es sind jetzt eine ganze Menge von Inhalten zu begreifen, die kollektiver Natur sind. Und das müsste in der Schule vor allem vermittelt werden unter dem Stichwort soziales Lernen. Welche Rücksichtnahmen braucht man? Wie kommt man mit den anderen zurecht? All das beginnt entwicklungspsychologisch im Alter schon von 8 Monaten. Da meinen die Psychologen, dass zum ersten Mal etwas ganz Entscheidendes stattfindet. Das Kind begreift, dass seine Mutter nicht nur ein fremder Organismus ist, sondern ein Wesen mit eigenen Gefühlen, mit eigenen Bedürfnissen. Und es erlebt, dass es sehr wichtig werden kann, herauszufinden, was dieses fremde Wesen für Gefühle hat. Denn dann kann man ungefähr die Situation übersichtlich gestalten. Die Mutter bewegt sich ruckhaft oder ihr Ton wird laut. Dann begreift man, sie ist ärgerlich und ungeduldig, also muss man vorsichtiger sein. Oder sie ist langsam in den Bewegungen, ruhig in ihrer Stimme. Dann kann man Vertrauen zu ihr fassen. Jede Katze, jeder Hund wird genauso an den Sprachlauten, an der Gestik, an der Mimik entsprechend die Gefühle einschätzen können. Es ist eine Sprache, die weit über den Menschen hinaus quer durch die Säugetierreihe funktioniert. Aber mit 8 Monaten lernt das Köpfchen eines Säuglings zum ersten Mal aus Beobachtungen Einfühlung zu gewinnen. Und es lernt natürlich auch, wie man die Gefühle eines anderen, in diesem Falle der Mutter, manipulieren kann zu seinem Vorteil. Man kann den anderen verführen, dies und das zu machen, was einem höchst erwünscht ist. Setzen wir mal, dass ein Kind mit 8 Monaten diese Empathie, diese Einfühlung in die Möglichkeiten, Gefühle eines anderen zu verstehen, nicht genügend gelernt hat oder falsch gelernt hat, sind die Folgeschäden für den ganzen Rest des Lebens klar. Es ist, wie wenn ein Zug schon im Bahnhof auf ein falsches Gleis geschickt wird. Die Zusammenstöße lassen sich vorhersehen, wenn das weiterfährt. Man müsste jetzt wieder sehr zurück später, um in den Ausgangsbahnhof neu
die Weichen zu verlegen. Es ist sehr schwer, in Gemütszustände, die ein 8 Monate altes Kind erlebt hat, später als Erwachsener nochmal zurückgehen. Und darin liegt die Schwierigkeit im Umgang mit Leuten, die seelisch krank sind, die in ihrem Persönlichkeitsaufbau schwer gestört sind und dann womöglich sogar gefährdet sind, Handlungen zu begehen, die asozial sind oder kriminell sind. Wir haben die Möglichkeit, dass ein gemütsarmer Verbrecher ist. Ein Mann, der furchtbare Dinge begeht, weil er einfach sich in das, was andere fühlen, nicht hineindenken kann. Er ist buchstäblich gefühlskalt. Er ist gemütsroh. Er hat nie gelernt, dass das irgendeine Bedeutung hat, was andere fühlen. Schon weil er selber gar nicht fühlt. So etwas ist möglich und dann sehr gefährdet für die weitere Entwicklung. Wie kann man einen Eisschrank abtauen? Das wäre das technische Problem. Wie liebt man einen Menschen so, dass seine Seele, die wie ein gefrorener Schneeball ist, zwischen den eigenen Händen sich dahin erwärmt, dass es Trinkwasser bildet? Das sind nur Bilder für etwas, das ganz schwer zu leisten ist später. Aber so würde ich wünschen und hoffen, dass man mit dem, was wir Verbrechern nennen, umgeht. Das sind in aller Regel Menschen, die seit Kindertagen Furchtbares erlebt haben. Frau Döhle aus Bremen hat uns angerufen. Frau Döhle, Ihre Frage an Eugen Drewermann. Ja, Döhle, guten Abend, Herr Drewermann. Guten Abend. Herr Drewermann, ich bin zunächst mal genauso wie Sie davon überzeugt, dass uns die Hirnforschung, zum Verstehen enorm beiträgt, um auch ein Stück freier zu werden. Und auch mein religiöser Hintergrund, um den weiß ich und den benötige ich, das ist einfach etwas, was für mich so selbstverständlich ist. Ich habe dann aber eine Frage, und zwar sprechen Sie immer von Therapie und einem langen Weg. Das Ganze kostet ja eine Menge Geld, diese gekaufte Freundschaft. Gut, es kann auch vielleicht ein Freund sein oder überhaupt ein lieber Mensch. Das ist dann preiswerter. Aber in meinem Leben gibt es also noch eine persönliche Beziehung zu einem liebenden Gott, so wie ich den nur im Christentum finde. Oder helfen Sie mir da weiter? Wo finde ich den sonst, außer im Christentum? Kann ich den auch in einer anderen Religion oder in einer Philosophie finden? Oder brauche ich den vielleicht gar nicht? Bilde ich mir das nur ein? Ich kann mir das gar nicht ohne diesen Gott, ja, der für mich Liebe ist, vorstellen. Ja. Ich glaube nicht, dass das einfach eine Einbildung ist, sondern auch nach meiner Überzeugung ist die Angst, die es kostet, ein Individuum zu sein, nur zu beruhigen im Gegenüber einer absoluten Zuwendung, die wir mit Gott verbinden. Das Christentum, wie Sie wissen, ist selber entstanden aus dem Judentum. Ganz sicher könnte man in den Schriften von Martin Buber über die Chassidim oder über die Auslegung der Bibel vieles gewinnen, das sich mit der Botschaft Jesu deckt, auch im Koran, wenn man ihn richtig liest, auch Mohammed ist auf die Bibel immer wieder eingegangen, stammt aus dem gleichen Kulturkreis im Grunde und aus denselben religiösen Anregungen. Ich denke, aus all den Religionen kann man lernen, wovon wir gerade reden. Mahatma Gandhi meinte einmal, er sei Muslim, Hindu und Christ. Und er sei überzeugt, wenn wir die religiösen Urkunden einer anderen Religion lesen, mit dem Respekt und der Ehrfurcht eines Gläubigen würden wir augenblicklich merken, dass Gott zu jeder Zeit jedem Menschen das sagt, was er zum Leben braucht. Das setzt aber voraus, dass das stimmt, wovon wir jetzt beide ausgehen. Es gibt einen Gott, der alle Menschen umgreift und liebt. Ich stimme Ihnen zu, dass die Person Jesu wie eine Filteranlage gewirkt hat. Es stehen in der Bibel furchtbare Dinge, aber selbst das Bild eines endlos strafenden Gottes, das viele Menschen heimsucht, lässt sich anders interpretieren, wenn man die Bibel sieht mit gütigen Augen. Jesus hat das getan, viele Propheten im Alten Testament haben das versucht. Die Kirche hat es ganz oft wieder auf den Kopf gestellt mit Rohreden und mit furchtbaren Gerichtsszenarien, Dantes göttliche Komödie zwischen Himmel und Fegefeuer. Wann beruhigt eigentlich der Glaube an Gott die Menschen so, dass sie ihre Angst verlieren? Da bin ich mit Ihnen der gleichen Meinung. Das Christentum hat diese Aufgabe und es stellt sie klarer als vergleichbar andere Religionen.
Das Judentum ist eine Religion, die gebunden ist an ein Volk. Darin kann sich das individuelle Problem, wer bin ich als einzelner Mensch, vergleichsweise niemals so stark stellen, wie das im Christentum geschieht. Die Angst, die es kostet, Freiheit als Individuum zu leben, ist eine spezifische Frage innerhalb des Christentums. Und wer die erstmal hat, der braucht eine bestimmte Religionsform. Der Dalai Lama hat mal gesagt in einem Gottesdienst in Zürich, den ich mit ihm gemeinsam erleben durfte, alle Religionen sind wie Medikamente. Kein Medikament heilt alle Krankheiten, aber alle Krankheiten gehören zum Menschen und da muss man jetzt gucken, was die einzelnen Religionen für die spezifischen Krankheiten zur Lösung anzubieten haben. Sozusagen eine religionsgeschichtliche Apotheke. Kulturgeschichtlich ist das so, wir haben bestimmte Ausschnitte des Menschseins isoliert und ich hoffe, dass wir eines Tages so zusammenkommen, dass wir begreifen, dass wir die Weisheit aller Kulturen benötigen, um wirkliche Menschen zu werden. Da hat das Christentum eine unverzichtbar wichtige Funktion, denn es lehrt uns, als Individuen uns so ernst zu nehmen, wie das vielleicht in der heutigen chinesischen Kultur, im Konfuzianismus nie war, wie das in einer reinen Volksreligion auch nie sein wird, wie das in Religionen und Kulturen, die sehr priesterlich organisiert sind, sehr stark ritualisiert sind, auch nicht der Fall sein wird. Im Buddhismus wird die Person eigentlich für eine Illusion, ganz ähnlich den Theorien moderner Neurologen betrachtet, entsteht diese Fragestellung auch nicht. Mit einem Wort, die Christen haben wirklich etwas zu sagen, das für die Zukunft wichtig ist. Aber sie sollten lernbereit sein gegenüber all dem, was auch sonst zu hören ist. Das war die Antwort auf die Frage von Frau Döhle, Herr Drewermann. Am Telefon ist jetzt Herr Frese aus Oldenburg. Herr Frese, Ihre Frage? Ja, meine Frage wäre für den heutigen Abend, Sie hatten eben gesprochen von Notwendigkeit in den kausalen Zusammenhängen. Dann gibt es Persönlichkeiten wie Sophia Scholl, die mutig ihre Meinung gegen herrschende öffentliche Meinung erläutert hatten. Das ist die Frage für mich, so wenn solche Persönlichkeiten wie Sören Kierkegaard, Jan Hus oder auch Sie, Herr Drewermann, Ihre Meinung, Ihre Gefühle öffentlich kundtun, ob Sie denn auch die notwendigen Folgen für sich selber einmal, weil solche Leute ja auch teilweise negative Konsequenzen, wo man sich fragt, ob die auch noch teilweise vernünftig ist, wie ernst muss ein Mensch sich nehmen, wenn er mit dem Tode bedroht wird, so, aber dann nicht doch lieber seine Meinung für sich behalten soll. Würden Sie diese Menschen auch für frei halten oder sind das auch Getriebene irgendwo auf ihre Art und Weise, dass sie sich nicht anders verhalten können, als sie tun? Ich glaube nicht, dass unser neurologisches Wissen ausreicht, um zu erläutern, warum es Menschen geben kann, wie Sokrates, wie Jesus, wie Martin Luther oder wen immer Sie jetzt aufzählen. Denn Sie haben ja vollkommen recht. Man kann genau sehen, was aus einer bestimmten Handlung, aus einer bestimmten Haltung folgen wird. Im Neuen Testament lesen wir zum Beispiel das vom 9. Kapitel im Lukasevangelium an. Jesus erklärt, man wird ihn ausliefern, man wird ihn töten, man wird ihn in furchtbarer Weise foltern. Und er stellt das sogar den eigenen Jüngern in Aussicht. Das werden sie genauso machen. Sie werden sogar glauben, das sei ihr Gottesdienst, wenn sie euch umbringen. Das steht in Aussicht. Das Normale ist zu sagen, um Gottes Willen, dann lasse ich doch die Finger davon. Wieso soll ich das riskieren? Ich führe ein ruhiges Leben, ich habe 70 Jahre vielleicht vor mir und die verplemper ich nicht für unnötige Auseinandersetzungen, bei denen der Scheitern sich an drei Fingern abrechnen lässt. Für Leute wie Sokrates oder für Jesus oder für Martin Luther war das nie ein Einwand. Sie dachten, wenn etwas stimmt, von dem ich überzeugt bin, dann muss ich es sagen, dann muss ich es leben. Also, wir sind im Jahre 1520. Karl V. lädt Luther vor zum Reichstag nach Worms. Und man sagt ihm dabei, Luther, es ist gefährlich, sie werden dich in die Reichsacht nehmen. Und jeder, der dich ermordet, hat ein Recht dazu, du bist vogelfrei, das bedeutet es. Jeder, der dich totschlägt, tut ein gutes Werk für Kaiser und für Papst. Die Antwort Luthers ist verbrieft. Und wenn in Worms der Teufel so viele wären wie Schindeln auf den Dächern, da muss ich hin. Und er ging dahin. Mit dem berühmten Ausspruch, hier stehe ich und kann nicht anders. Karl V. konnte damals sagen, es will mir nicht erscheinen, wie ein einzelner Mönch Recht haben könnte gegen die ganze Christenheit. Genau diese unglaubliche Möglichkeit ist die der Propheten in der Bibel,
ist die Möglichkeit derer, die an Gott glauben. Sie erleben in ihrer Persönlichkeit etwas, für das sie einstehen müssen. Und ihre Frage ist jetzt, was ist das für ein Müssen? Ich glaube nicht, dass da irgendein neuronaler Mechanismus uns erklären kann, woher das kommt. Denn es geht um eine geistliche Festlegung. Da ist ein Glaube am Werke, der uns hilft, über all die neurologisch sonst sehr relevanten Mechanismen, wie fliehe ich vor Angst, was mache ich, wenn Gefahren drohen, wie passe ich mich an die Gesellschaft an, wie komme ich zu meinem Glück, indem ich ein Einkommen habe und Krankheiten vermeide, wo all diese Überlegungen keine Rolle mehr spielen. Bei Martin Luther könnte man noch sagen, naja, aber klar, er hatte einen Vater, der hat ihn stark geprägt, es gibt Untersuchungen darüber. Freilich, entscheidend ist, dass Luther die Rolle seines Vaters in seinem Leben überwunden hat. Ein riesiges Ringen, bis er kommt zu einem Gott, der gütig ist und der vergibt. Anders als die Rolle seines Vaters. Streng, strafend, blitzeschleudernd. Das war das Bild, mit dem er in das Kloster eintrat. Und gelernt hat er, an einen Gott zu glauben, der sogar die Sünden vergeben werden muss, die wir noch begehen werden. Denn wir können in den morgigen Tag eigentlich nur gehen als fehlbare Menschen und wir haben den Mut dazu nur, wenn wir glauben können. Gott wird uns suchen gehen, wenn wir es falsch machen. Dieses Vertrauen in die eigene Person ist dabei gebunden an den Glauben an ein absolutes Gegenüber in Gott. Das schafft eine vollkommen neue Art von Freiheit und vor allem eine vollkommen neue Art der Beantwortung auf die Angst, die in dieser Freiheit liegt. Das ist die Sprache der Religion dafür. Ich sag's mal jetzt ganz einfach. Man hat in der Antike schon diskutiert, warum Sokrates im Gefängnis sitzt. Und die simple Antwort ist, die Füße haben ihn dahingetragen. Die ganze Neurologie beschreibt im Grunde, wenn ich das jetzt sehr versimple, diese Antwort. Nicht mechanisch, aber dann im Kopfe. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, Sokrates war unfrei, weil er beschloss, den Gesetzen Athens zu folgen, nicht zu fliehen, wie er hätte tun können, aber sich darauf zu freuen, dass, wenn man ihn tötet, er endlich den wahren Richtern begegnen wird. Minos, Radamantys, die Leute, die sich wirklich auskennen. Er wird den Vernünftigsten in Griechenland wieder begegnen und mit ihnen die Gespräche führen, die er auf Erden gar nicht führen konnte. Er ging fröhlich in den Tod. Er hatte keinen Grund mehr, Angst zu haben. Jedes Tier in der Situation hätte Angst. Sie und ich hätten wahrscheinlich furchtbare Angst, aber nicht Sokrates. Und das unterscheidet ihn von uns wahrscheinlich. Oder wir hätten die Möglichkeit, einen Glauben zu finden, ein Vertrauen zu lernen, das uns ähnlich wie Sokrates oder wie Jesus oder wie Luther handeln lässt. Das wäre die Herausforderung für uns als Christenmenschen. Vielen Dank für Ihre Frage, Herr Frese aus Oldenburg, die Herr Drewermann beantwortet hat. Dem gönnen wir jetzt eine ganz kurze Verschnaufpause. Wir haben noch ein Viertelstündchen hier in der Redefreiheit im Nordwestradio mit Eugen Drewermann zum Thema die Unfreiheit des freien Willens. Wenn Sie also noch anrufen wollen, dann müssen Sie sich ein wenig sputen. 0180 05 246 624 ist unsere Nummer. E-Mails können Sie uns auch schicken unter nwr.redefreiheit@radiobremen.de. Dann müssten Sie aber sich in der Tat ein wenig beeilen, denn in knapp 13 Minuten, Herr Drewermann, ist unsere Sendung zu Ende. Jetzt die versprochene Verschnaufpause für Sie und die begehen wir mit Musik. So, Frau Grafe aus der Nochteide, glaube ich, hat angerufen. Frau Grafe, Sie haben meiner Aufforderung sofort Folge geleistet und sind gleich zum Telefon gegangen. Ihre Frage an Herrn Drewermann, bitte. Ja, schönen guten Abend, Herr Drewermann. Mein Name ist Anke Grafe und meine Frage schließt sich sehr schön an Ihre vorangegangene Antwort an. Ich wollte Sie fragen, wie würden Sie entscheiden, wenn man einen Wunsch hat, einen starken persönlichen Wunsch, der einen antreibt, der aber, wenn man ihn nachgeht, die anderen, die Mitmenschen, mit denen man zusammenlebt, zum Beispiel in der eigenen Familie, stark verletzen würde. Wenn man sich aber, wenn man dem aber nicht nachgibt, wenn man sich dagegen entscheidet, dann wird man selbst verletzt. Man selber ist dann derjenige, der leidet und aus diesem Leid vielleicht nicht wieder herauskommt. Und da ich ja auch aus einer christlichen Erziehung komme, würde ich sagen, Sie würden mir jetzt antworten, Jesus würde zugunsten der Mitmenschen entscheiden.
Aber die Persönlichkeit eines Menschen ist ja nicht immer so, dass er schon in dieser Größe wie eben Jesus oder wir hatten ja eben gerade die anderen Persönlichkeiten, wie die sich entscheiden würden. Also kurz, wie entscheidet man dann? Mir ist Ihre Frage sehr lieb, weil ich glaube, dass da etwas klarzustellen ist. Jesus ist eingetreten für die Liebe zu den anderen Menschen. Das ist ohne Zweifel so. Gleichzeitig konnte er ja in gewissem Sinne rücksichtslos sein, gerade gegenüber seinen Familienangehörigen. Im dritten Kapitel bei Markus kommt zum Beispiel Maria und die Brüder Jesu und sie wollen ihn zurückholen nach Nazareth, weil er ihnen aus dem Kurs zu laufen droht. Sie halten ihn für verrückt mit einem Wort und möchten die Schande, die er ihnen bereitet, revidieren, ihn unter Familienquarantäne stellen sozusagen. Die Antwort Jesu ist uns überliefert, die hier sind und den Willen meines Vaters tun, die sind mir Brüder, Schwester, Mütter. Da löst sich Jesus aus seiner ganzen Familie heraus, wie mit einer Explosion, wie mit einem Vulkanausbruch. Es gibt Dinge, die unendlich viel wichtiger sind als die Clanbindung oder die Einordnung in die Familienbande oder die Rücksichtnahme, die sich nur aus der Blutsgemeinschaft ergeben. Das ist für ein Denken, das im Judentum so stark geprägt ist von der Sippe, revolutionär. Stellt alles auf die persönliche Entscheidung. Kurz, es geht ganz entschieden darum, um welche Wünsche in Anführungsstrichen es sich handelt, wie weit die vor unserem eigenen Gewissen Bestand haben, wie viel sich dafür lohnt, auch in gewissem Sinn geopfert zu werden. Wenn es um Wünsche geht, der Art, was ist für mich am angenehmsten, was ist für mich am wünschbarsten in dem Sinn, dass es bestimmten Emotionen am nächsten kommt, dann ist ganz häufig ein Vermittlungsproblem im Gange. Wie sage ich meinem Manne das, was mir da durch die Seele geht, an Gefühlen zum Beispiel? Oder wie vermittle ich es meinen Kindern? Eines glaube ich, dass wenn sie Wünsche unterdrücken, die für sie permanentes Leid bedeuten, die anderen mit ihnen leiden werden. Das tut ihnen nicht nur gut, sondern das schränkt sich ihr Leben ein und auch das Leben der anderen wird dadurch beschnitten. Die Gefühle und die Träume, die wir in uns selber ersticken, führen auch dahin, dass wir die Wünsche und die Träume unserer nächsten Mitmenschen unterdrücken. Kurz, es wäre viel wert, wenn es die Möglichkeit gäbe, über das, was in ihnen vor sich geht, mit den Leuten zu reden, die damit betroffen sind. Dann können die mitentscheiden. Sonst wird das alles sehr einsam. Aber ich nehme an, der Wunsch, von dem wir reden, ist schon von der Art, dass man ihn gar nicht allgemein bereden kann. Und dann müssten wir untersuchen, wo der herkommt. Warum der für sie so wichtig ist, was es mit ihnen selber macht. Dann müssten wir auf sie selbst als Person so zugehen, dass der Punkt kommt, an dem sich ihr Wunsch selber widerlegt oder überflüssig wird oder ganz im Gegenteil, so energisch wird, dass er die Hindernisse wegräumt. Beides ist möglich. Auch das Verpflichtungs- und Verantwortungsgefühl, von dem Sie sprechen, gehört ja mit zu Ihnen. Ganz offensichtlich wollen Sie nicht mit der Schere in die sozialen Bindungen gehen und kaputt schneiden. Wie kriegen Sie es rücksichtsvoll hin? Vielleicht gibt es auch dritte Wege. Sie folgen Ihrem Weg und werden den anderen irgendwie auch gerecht. Das alles müsste man ausbalancieren, kann ich nicht von hier aus so geschwind. Dazu würde uns auch heute Abend nicht mehr die Zeit reichen. Vielen Dank für Ihre Frage, Frau Grafe, an Herrn Drewermann. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten Sendezeit bis 23 Uhr, dann gibt's die Nachrichten. Es sind jetzt noch ganz viele Fragen von Hörern per Telefon eingegangen und auch per E-Mail. Die kriegen wir jetzt nicht mehr unter. Wie wir damit umgehen, das beraten wir beide hier während der Musik, Herr Drewermann. So, wir gehen jetzt um reichlich 2 Minuten vor 23 Uhr aus dieser Musik heraus. Herr Drewermann, wir haben ganz kurz besprochen, es sind noch viele, viele Anfragen. Vielleicht können wir die per E-Mail beantworten. Herr Jäger beispielsweise aus Bremen hat eine sehr interessante Frage, wie das mit dem freien Willen und diesen Managern ist, die in letzter Zeit viel Geld ins Ausland bringen, um zu noch mehr Geld zu kommen. Also diese und andere interessante Fragen können wir heute nicht mehr beantworten. Aber Sie wollten sich noch wenigstens ganz kurz zu Wort gemeldet haben.
weil Frau Döhle eben redete auch von Geld. Die Psychotherapie kostet so viel und es muss doch auch billiger gehen, zum Beispiel durch menschliche Beziehungen. Das glaube ich unbedingt und wollte sagen, das, wofür ich einstehe, ist im Grunde eine Vermenschlichung in unserer Kultur und im Umgang miteinander. Was die Psychotherapie entdeckt hat, ist nach meiner Meinung sehr identisch mit dem, was Jesus im Neuen Testament hat, wenn er Menschen heilt. Und wir müssten lernen von der Psychotherapie, dass sie nicht ein Kunstprodukt ist, das für 100 Euro an der Ecke mal bezogen wird. Eine Scheinliebe, die man teuer einkauft, sondern eine Lehrstunde in Verhaltensweisen, die Menschen gut tun, einfach weil sie Menschen sind. Vielen Dank, Herr Drebermann. Wir sind am Ende dieser Sendung. Die nächste Redefreiheit gibt es heute in 4 Wochen, wie immer an jedem letzten Samstag im Monat, wieder zwischen 20 und 23 Uhr hier im Nordwestrhein, und Sie können dann auch wieder anrufen. Wir haben noch einen wichtigen Hinweis für unsere Hörer, jedenfalls für die, die entweder in Bremen oder in der Nähe von Bremen wohnen. Morgen diskutieren Sie mit Gerhard Roth, dem Hirnforscher, der heute Abend hier eine gewisse Rolle spielte, im Haus der Wissenschaft in Bremen in der Sandstraße 4 bis 5. Über die Unfreiheit des freien Willens. Der Moderator wird der Kollege Cartier hier aus dem Nordwestradio sein. Bedanke mich bei Ihnen dafür, dass Sie heute hierher gekommen sind. Freue mich auf die nächste Sendung in 4 Wochen und wünsche Ihnen und uns allen morgen eine gute Diskussion, und kommen Sie wieder gut nach Paderborn und dann in reichlich 4 Wochen wieder gut nach Bremen zurück. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Jörg-Dieter Kogel.